Herzlich willkommen. Wir lösen in dieser Vorlesung inverse Probleme, bei denen etwas schief geht, bei denen die Lösung gar nicht existiert, bei denen die Lösung nicht eindeutig ist oder aber bei denen die Lösung nicht stetig, nicht stabil von den gemessenen Daten abhängt. Also wenn wir einen linearen Operator haben zwischen zwei unendlich dimensionalen Hilberträumen, dann würde das gerade bedeuten, dieser Operator ist vielleicht nicht surjektiv, es gibt nicht zu jeder rechten Seite für ax gleich y, gibt es nicht für jede rechte Seite y eine Lösung x. Oder aber das A ist nicht injektiv, es gibt vielleicht zu einem Y, gibt es mehrere X, die AX gleich Y ergeben. Oder aber die inverse A hoch minus 1 ist vielleicht ein unstetiger, ob ein unbeschränkter linearer Operator. Die ersten beiden Punkte, fehlende Existenz und fehlende Eindeutigkeit, werden wir ganz ähnlich lösen wie in der Einführung in die Numerik, nämlich mit der Penrose-Inverse, nur eben, dass die ganzen betrachteten Räume jetzt eben unendlich dimensional sind. Wir bleiben dabei beim Fall von Hilberträumen. Also wir haben im Folgenden immer einen stetigen linearen Operator a von x nach y und x und y seien Hilberträume. Und wir möchten solche Gleichungen lösen der Form ax gleich y. Wir fragen uns, was machen wir, wenn das Ganze nicht klappt? Also was machen wir, wenn kein solches x existiert, sodass ax gleich y ist, wenn also y nicht im Range von a liegt? Nun, dann könnten wir als Mathematiker natürlich sagen, ja, das Problem hat eben keine Lösung und damit ist die Sache für uns ja auch geklärt und gelöst. Denn wenn ein Problem keine Lösung hat, dann macht es im Allgemeinen in der Mathematik nicht viel Sinn, sich weiter damit zu beschäftigen. Das halten wir aber in der Praxis natürlich nicht durch. Denken Sie zum Beispiel an das Beispiel der Computertomographie. Sie schicken Röntgenstrahlen durch den Patienten hindurch, machen am Ende die Messung, wie viel die Röntgenstrahlen abgeschwächt worden sind, möchten damit zurückrechnen, wie der Mensch im Inneren aussieht. Jetzt haben Sie aus Gründen der Redundanz, denselben Röntgenstrahl zweimal durchgeschickt, dann werden Sie in der Praxis nicht zweimal exakt das gleiche Ergebnis bekommen. Denn der Mensch hat sich vielleicht dazwischen doch ein ganz bisschen bewegt, vielleicht haben Sie eine gewisse Messungenauigkeit drauf, vielleicht haben Sie irgendwelche anderen Störeffekte noch dabei, die in Ihrem Modell nicht berücksichtigt worden sind. Das heißt, Sie werden allein durch Messfehler, werden Sie bei redundanten Messungen nicht immer das gleiche rausbekommen, sondern Sie werden widersprüchlicher Dinge rausbekommen. Also plakativ gesagt, wenn derselbe Röntgenstrahl durchgeschickt, gibt ihm jedes Mal ein ganz leicht anderes Ergebnis, irgendwo in der fünften, sechsten, siebten Kommastelle. Jetzt bedeutet das mathematisch also, dass das Gleichungssystem, was Sie da lösen wollen, das hat dann keine eindeutige Lösung. Wenn in A zweimal dieselbe Zeile drin steht, dann würde sich also für jedes x eben auch entsprechend auf der rechten Seite zweimal derselbe Eintrag ergeben. Wenn da also nicht zweimal derselbe Eintrag steht, dann heißt das, wir haben keine mathematische Lösung. Jetzt können Sie aber natürlich dem Mediziner, der das Bild vom Innern des Patienten sehen will, nicht erzählen, dass es gar keinen Patienten gibt, der diese Messung verursacht. Das stimmt natürlich, mit all diesen Messfehlern drauf gibt es keinen Patienten, der in diesem Modell diese Messung verursachen würde. Aber Sie haben natürlich den Messfehlereffekt damit dabei. Das heißt, der Mediziner wird Ihnen sagen, naja, wenn es eben keine exakte Lösung gibt von diesem Problem, dann löst mir das Problem doch bitte so gut, wie es irgendwie geht. Also was wir machen, wenn y nicht im Range von a ist, also wenn das Ganze nicht lösbar ist, also keine exakte mathematische Lösung existiert, also y nicht im Range von a liegt, was machen wir dann? Nun, wir lösen so gut wie es geht. Löse so gut wie möglich. Und was heißt löse so gut wie möglich? Nun, wir würden nicht mehr probieren, dass ax wirklich gleich y ist, sondern es sollte nur noch ax ungefähr y sein. Jetzt müssen wir sagen, was heißt ungefähr y? Also irgendwie so nah wie möglich dran an y. Also wir könnten uns überlegen, wir wählen uns eine Norm und in dieser Norm soll ax minus y minimal sein. Also wir finden dasjenige x, sodass ax möglichst nah an y dran liegt. Und wir bleiben bei den Normen, die wir sowieso in unserer Problemstellung drin haben. Also nehmen zum Beispiel hier diese Groß-Y-Norm von unserem Hilbertraum, Groß-Y. Ja, das könnten wir jetzt untersuchen, machen wir jetzt auch. Und dann wissen wir, dass, also was wir hier haben, ist, wir suchen einen Vektor x, sodass ax möglichst nah an y liegt. Das heißt, wir haben diesen Raum Range von a. Das ist ein Vektorraum, vielleicht nur ein Teilvektorraum von y. Und in diesem Teilvektorraum, alles, was durch a erreichbar ist, suchen wir dasjenige Element, was möglichst nah dran liegt an diesem vorgegebenen y. Das wäre also gerade die Orthogonalprojektion von dieser rechten Seite y auf den Raum der erreichbaren Dinge Range von a. Formulieren wir das als Satz, was deswegen durch unsere, ja, das, was wir schon über die Orthogonalprojektion gemacht haben, was daraus folgt. Also Satz, angenommen, wir haben
ein klein y in groß y, denkt an die rechte Seite von so einer linearen Gleichung ax gleich y, dann sind die folgenden Eigenschaften äquivalent. Teil a. Nun x in x, wenn das so nah dran liegt, also wenn das x so ist, dass ax möglichst nah dran liegt an y, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass dann ax dasjenige Element in Range von a sein muss, was möglichst nah dran liegt an y. Also das wäre gerade unsere Orthogonalprojektion auf den Range von a von unserem y. Und wir hatten uns überlegt, dass wir die Orthogonalprojektion, die können wir nur einführen auf abgeschlossene Unterräume. Es sagt uns aber keiner, dass Range von a wirklich abgeschlossen ist. Tatsächlich werden Sie in den Übungen ein Beispiel sehen, wo Range von a eben nicht abgeschlossen ist. Das wird bei uns, bei den Operatoren, die wir in der Vorlesung betrachten, wird es eher die Regel sein als die Ausnahme. Das heißt, hier ist es wichtig, wir können das y nur auf den Range von a abgeschlossen projizieren. Von daher ist an der Stelle erstmal gar nicht klar, ob das eine Lösung besetzt. Also die Projektion von y auf den Abschluss vom Range von a liegt erstmal nur im Range von a, erstmal nur im Range von a Abschluss. Ax liegt aber natürlich im Range von a und nicht im Range von a ab und nicht unbedingt also damit erreichen wir nicht unbedingt jedes Element aus Range von a Abschluss. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier an der rechten Seite was rauskommt, was immer noch nicht durch a erreichbar ist. Aber wenn es ein Element gibt, was im Range von a liegt und möglichst nah dran liegt an y, dann muss das auch die Orthogonalprojektion sein. Ja, zu was ist das Äquivalent? Nun, Teil b, das, was wir natürlich gerne hätten, wir möchten gerne so nah wie möglich dran sein. Das haben wir uns ja gerade minimiert. Also Äquivalent zu a ist, dass das klein x das sogenannte Residuum minimiert, also x klein x und groß x minimiert das Residuum. Norm ax minus y in der y-Groß-Y-Norm ist bestmöglich. Also wenn Sie irgendein anderes Xi gewählt hätten aus Groß-X, dann wäre das Ganze weiter weg oder zumindest nicht noch näher dran gewesen, als das ax dran ist. Also axi minus y ist für jedes Xi in Groß-X ein schlechteres Approximation an y, eine nicht bessere Approximation an y als ax es ist. Man nennt das Ganze in der Praxis deswegen auch das sogenannte Best Data Fit. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Ihre gemessenen Daten, y ist das, was Sie gemessen haben, und jetzt stellen Sie sich Ihre Parameter in x so ein, dass wenn Sie mit diesen Parametern das Problem im Computer simulieren, das Experiment im Computer wiederholen, also stellen sich den Menschen so ein, dass wenn Sie im Computer ausrechnen würden, wie durch diesen eingestellten Menschen die Röntgenstrahlen durchfließen, durchgeschickt werden würden, wie die absorbiert werden würden, dass da gerade das rauskommt, was am nächsten dran liegt an dem, was sie tatsächlich gemessen haben. Also klein x und groß x ist der Best Data Fit, der minimiert das Residuum. Und jetzt wissen Sie im Endlichdimensionalen aus der Numerik, dass man solche Probleme mit den gaußschen normalen Gleichungen lösen kann. Und das geht tatsächlich auch im Unendlichdimensionalen, also äquivalent zu diesen ersten beiden Punkten a und b, ist, dass klein x und groß x die sogenannten normalen Gleichungen löst. Das löst die normalen Gleichungen a Stern ax gleich a Stern y, also genauso wie im Endlichdimensional, dass entsprechend dieses leicht abgeänderte System, wenn ax gleich y ist, dann ist löst es natürlich auch die normalen Gleichungen a Stern ax gleich a Stern y, aber umgekehrt aus den normalen Gleichungen a Stern ax gleich a Stern y folgt nicht, dass ax gleich y ist, aber es folgt daraus, dass ax so nah wie es irgendwie geht, nah dran ist an dem y. Und dieser Punkt C ist auch der Grund, warum diese Probleme in Hilbert-Räumen sehr viel einfacher sind als in allgemeinen Räumen. Denn ja, wenn Sie sich Punkt B nur angucken, dieses Problem mit den Normen, das könnten Sie natürlich auch in jedem normierten Raum stellen. Also wenn Sie eine andere Norm nehmen würden, dann könnten Sie zum Beispiel sagen, ich möchte in dieser Norm sehr nah dran sein, ich möchte ein Best Data Fit bezüglich einer Norm, möchte vielleicht ein Best Data Fit bezüglich einer anderen Norm. Aber nur wenn Sie die Norm nehmen, die zu einem Skalarprodukt gehört, haben Sie Teil A dabei.
dabei, nämlich die Orthogonalprojektion, weil Sie brauchen ein Skalarprodukt, um zu wissen, was orthogonal ist. Und nur wenn Sie die Norm so wählen, dass sie eine Hilbertraum-Norm ist, haben Sie diesen Teil C, nämlich diese explizite Lösungsformel, dass Sie eben nicht um das, was hier in B steht, dieses Minimierungsproblem, keinen numerischen Algorithmus, zum Beispiel aus dem ersten Teil der Vorlesung nehmen müssen, sondern einfach eine explizite Lösungsformel dafür haben. Das ist der Grund, warum auch im endlich-dimensionalen diese kleinste Quadrate-Lösungen so populär sind. Also typischerweise, wenn Sie eine Ausgleichsgerade durch eine vorgegebene Menge von Punkten legen, dann legen Sie die Gerade so dadurch, dass die Gerade im kleinsten Quadrate-Sinne möglichst nah dran liegt an den Punkten, also Abstand Punkte gerade jeweils dequadriert und dann aufsummiert, dass das Ganze minimiert wird. Und der Grund ist typischerweise nicht, dass diese Quadrate-Summe, dass das jetzt irgendeine große Bedeutung hätte. Sie hätten eine Betragssumme oder einfach ein Maximum oder so, wäre anschaulich genauso gut. Aber dieses kleinste Quadrate-Sinne hat den großen Vorteil, dass dazu die 2-Norm gehört, die Euklid-Norm gehört, also die Norm, die zum Euklid-Skalarprodukt gehört. Und deswegen gibt es eine explizite Lösungsformel für die Ausgleichsgerade im kleinste Quadrate-Sinne. Und das gäbe sie jetzt nicht für den Fall vom kleinsten Kuben-Sinne oder vom kleinsten Betragssinne oder im Sinne von Maximums oder für die Maximumsnorm. Ja, beweisen wir das Ganze. Das folgt eigentlich schon direkt aus dem, was wir gemacht haben für die entsprechenden Orthogonalprojektionen. Ich bringe Ihnen die Aussage dazu gleich ein. Da haben wir sie nochmal. Also warum sind diese drei Eigenschaften zueinander äquivalent? Machen wir erstmal A und B, dass das zueinander äquivalent ist. Wir wissen in dem Definition und Satz, wo wir die Orthogonalprojektion eingeführt haben, das hatten wir so eingeführt, dass wir gesagt haben, ein AX, also AX als Ganzes betrachtet, der Vektor AX ist die Orthogonalprojektion auf den Raum Range AY. Das ist gerade gleichbedeutend damit, dass das AX am nächsten dran ist an y wie unter allen in Range von A Abschluss. Also das Ganze ist nach Definition dasselbe, wie dass die Norm von ax minus y kleiner gleich ist. Jedes andere Ding, was Sie da aus Range von A Abschluss hätten wählen können, eta minus y für alle eta in Range von A Abschluss. Und bis auf dieses Range von A Abschluss, das hier rechts nach der Abschluss steht, ist das ja schon fast, ist ja genau das gleiche, was ich in B geschrieben habe. Denn wenn das Eta aus Range von A wäre, dann wäre es also dasselbe wie ein A auf Xi mit Xi aus X. Also anstatt dass etwas für alle Eta im Range von A gilt, würde auch reichen, dass es gilt für alle Eta im Range, für alle Eta gleich A Xi mit Xi aus Groß X. Also wenn ich an der Stelle diese Zeile hier hinschreiben könnte, also wenn das, was ich hier schreibe, äquivalent wäre zur Zeile oben drüber, dann wäre das ja auch äquivalent dazu, dass wir hier ax minus y haben, kleiner gleich axi minus y für alle xi in x. Dann hätten wir links a stehen, rechts b stehen. Was ist mit dieser noch fehlenden, mit dieser Lücke hier? Nun, in die eine Richtung gilt das offensichtlich, also so rum ist das kein Problem. Wenn etwas gilt für alle Dinger im Abschluss, dann gilt es auch für alle ohne den Abschluss, für Eta natürlich. Wie ist es umgekehrt? Kann ich da auch den Pfeil noch in die andere Richtung machen? Ja, aber das kann ich offensichtlich auch, nämlich einfach durch stetige Fortsetzung. Wenn das, was hier steht, die linke Seite hängt gar nicht von Eta ab, rechte Seite hängt offensichtlich stetig von Eta ab, minus y nehmen stetig, Norm nehmen stetig. Das heißt, wenn diese Abschätzung hier gilt für alle Etas aus Range von A, dann gilt sie auch für alle Limites von Folgen in Range von A. Und mit diesen Limites von Folgen kriege ich alles in Range von A quer. Das heißt, hier gilt auch die Rückrichtung durch stetige Fortsetzung. Und damit haben wir also A und B die Äquivalenz gezeigt. Wie ist das mit A und C? Nun, auch da können wir wieder unsere Definition und Satz über die Orthogonalprojektion anwenden, um das zu zeigen. Wir wissen nämlich, AX ist gleich, fangen wir mit A an, die Projektion auf Range von A Abschluss Y. Das ist genau dann der Fall. Ja, da hatten wir Orthogonalprojektion, das hat daher seinen Namen bekommen, weil es eben gerade, weil wir in die Orthogonal zu dem Unterraum uns bewegt haben und so haben wir diese beste Approximation gefunden. Wir hatten gezeigt, dass wir genau dann diese Orthogonalprojektion sind, wenn der Abstand zwischen
dem, ja, was rauskam bei der Orthogonalprojektion und dem, was wir eingesetzt haben bei der Orthogonalprojektion, wenn das senkrecht steht auf dem Raum, auf den wir projiziert haben. Und weil wir das orthogonale Komplement genommen haben, ist es auch egal, ob wir den Abschluss von Range von A orthogonales Komplement oder Range von A orthogonales Komplement nehmen. Ja, Range von A senkrecht, hatten wir aber in demselben Satz gezeigt, ist dasselbe wie der Kern von A Stern. Das heißt also, wenn wir orthogonal auf Range von A projiziert haben, heißt das nichts anderes, als dass wir uns das Ganze abgeändert haben durch etwas, was in Range von A senkrecht liegt und das heißt durch etwas, was im Kern von A Stern liegt. Das heißt, für A Stern macht diese Abänderung gar nichts aus und das ist also gerade äquivalent dazu, dass AX minus Y im Kern von A Stern liegt, also A Stern AX minus Y gleich 0 ist und das heißt, ziehen wir es gleich auseinander, dass A Stern AX gleich A Stern Y ist offensichtlich die andere Richtung auch. Also hier haben wir auch Äquivalenz, also A ist äquivalent zu B und A ist äquivalent zu C und damit sind alle drei zueinander äquivalent. Und beachten Sie an der Stelle nochmal, die sind alle drei zueinander äquivalent. Das heißt aber nicht, dass einer von denen erfüllt sein muss. Wir haben tatsächlich, das ist der Unterschied zum endlichdimensionalen, im unendlichdimensionalen können wir diese Operatoren haben, wo Range von A nicht abgeschlossen ist. Wie gesagt, Beispiel rechnen Sie auf dem Übungsblatt nach. Das heißt also, es kann sein, dass A gar keine Lösung hat und damit auch B und C gar keine Lösung hat. Es ist nicht so, dass die normalen Gleichungen immer eine Lösung haben müssen. Und wenn sie eine Lösung haben, ist auch nicht klar, ob sie nur eine Lösung haben. Es kann auch mehrere geben. Es kann ja sein, dass es mehrere bestmögliche Lösungen gibt. Ja, wann gibt es denn eine Lösung? Nun, die gibt es dann, wenn uns dieses Range A und Range A Abschluss, wenn uns dieser Unterschied nichts kaputt macht. Formulieren wir das auch noch als Satz. Also Teil A, wenn wir irgendein Y in Groß Y haben, dann existiert genau dann eine Lösung der normalen Gleichung, wenn das Folgende gilt, wenn nämlich Y in Range von A plus Range von A senkrecht liegt. Und erinnern Sie sich an den Satz über die Orthogonalprojektion. Wir hatten gezeigt, dass wir den ganzen Raum Y können wir aufteilen in Abschluss von Range von A plus Range von A senkrecht. Und jetzt muss das Y nicht in diesem Raum liegen, also ganz als das muss nicht nur im Abschluss von Range von A plus Range von A senkrecht liegen, dann wäre es egal, das würde jedes Y in Groß Y tun, sondern es muss in diesem möglicherweise echten Unterraum liegen, Range von A ohne Abschluss plus Range von A senkrecht. Das heißt, genau die Elemente, die in Range von A Abschluss liegen, aber nicht in Range von A selber, also die Elemente, die erreichbar sind durch Folgen aus Range von A, aber selber nicht in Range von A liegen, die können uns da tatsächlich Probleme machen. Die gibt es im Endlichdimensionalen nicht. Das Range von A ist ein endlichdimensionaler Teilraum, ist immer abgeschlossen, aber die kann es eben im Unendlichdimensionalen geben. Wie gesagt, Beispiele machen wir in Übung. Und Teil B, ja, es kann natürlich mehrere Lösungen geben. Also es gibt eine Lösung, wenn das Y da drin liegt, aber es kann immer noch sein, dass mehrere Lösungen existieren. Und wir sagen, genau dann eine Lösung, das steht nicht, existiert genau dann genau eine Lösung, sondern steht genau dann eine Lösung, das heißt, es kann auch mehrere Lösungen geben. Auch da könnten wir erstmal sagen, okay, wenn es mehrere Lösungen gibt, dann sind wir in dem Problem, dass vielleicht eine Lösung nicht existiert, dann nehmen wir die bestmögliche Lösung und jetzt gibt es vielleicht nicht mal eine bestmögliche Lösung, sondern viele bestmögliche Lösungen. Oder es gibt zum Beispiel, oder es gibt nicht nur eine Lösung von unserem gleichen System, sondern es gibt viele Lösungen unseres gleichen Systems. Also wir sind in diesem zweiten Hadamard-Kriterium, was machen wir, wenn die Lösung nicht eindeutig ist? Nun, auch dann könnten wir erstmal sagen oder versucht sein zu sagen, okay, dann können wir nicht sagen, welches die Lösung ist. Also wenn Sie an ein medizinisches Tomografieverfahren denken und zwei Patienten, die messen Sie, der eine hat einen Tumor, der andere hat keinen Tumor, und die stecken Sie beide in so eine CT-Röhre rein, und bei beiden kommen dieselben Messdaten raus, dann würden Sie sagen, in den Messdaten steckt einfach die Information nicht drin, die ich suche, nämlich ob der Mensch krank ist oder nicht und ob ich den jetzt behandeln muss oder nicht. Aber auch dafür gibt es oft Anwendungen, wo Sie sagen, naja, mit einer gewissen Zusatzinformation kriege ich dann doch die Information
mit raus. Zum einen ist es so, dass es nicht immer, nicht bei allen Anwendungen, gibt es wirklich diese eine Wahrheit, die Sie suchen, also mit dem Patienten zum Beispiel das Körperinnere, was eben auf eine gewisse Art und Weise aussieht, die Sie auch wirklich rausbekommen wollen, sondern Sie haben zum Beispiel auch Anwendungen, denken Sie an Bildverbesserungsalgorithmen. Also Sie haben ein HD-Video, aber das, was Sie vielleicht gerade sehen, das ist typisch, das drehen wir hier in HD und Sie möchten sich das Ganze auf einem 4K-Fernseher angucken, dann hat Ihr Fernseher wahrscheinlich einen Algorithmus mit eingebaut, der Ihnen das HD-Video automatisch hochskaliert auf 4K. Was macht dieser Algorithmus? Nun, der ist natürlich erstmal nicht, da gibt es keine eindeutige Möglichkeit, das zu machen. Also vielleicht erstmal, was der Algorithmus macht, das können wir als inverses Problem auffassen. Denn wenn Sie das 4K-Video hätten, dann könnten Sie einfach, indem Sie immer 4 Pixel zusammenrechnen zu einem, einfach indem Sie zum Beispiel das Mittelwert bilden, könnten Sie das 4K-Video runterrechnen auf ein HD-Video. Es wäre also eine lineare Abbildung. Die inverse lineare Abbildung ist, also die existiert nicht, weil das Problem natürlich offensichtlich allein schon aus Dimensionsgründen ist nicht injektiv. Das heißt, es gibt mehrere 4K-Bilder, die, wenn Sie es entsprechend runterrechnen würden durch Mittelung, dasselbe HD-Bild runterskaliert geben würden. Also wie skalieren? Also könnten wir sagen, man kann gar nicht hochskalieren, weil die Information ist nun mal einfach nicht da. Trotzdem macht das der Fernseher und es sieht besser aus, als wenn Sie das, ja, als wenn Sie das nicht gemacht hätten. Und woran liegt das? Nun, der Fernseher nimmt sich unter all den möglichen Bildern, also unter all den möglichen 4K-Bildern, die dasselbe HD-Bild runterskaliert geben würden, also unter allen möglichen Lösungen des inverses Problems, nimmt es sich dasjenige Bild, was am besten aussieht. Das heißt, der Fernseher muss irgendeinen Algorithmus haben, der ihm sagt, welches Bild sieht besser aus als ein anderes. Also wir könnten sagen, wir überlisten diese Uneindeutigkeit dadurch, dass wir sagen, unter allen möglichen Lösungen oder unter allen bestmöglichen Lösungen, wenn wir an die normalen Gleichungen denken, nehmen wir die Lösung, die durch irgendeine Art und Weise ausgezeichnet ist. Dann bräuchten wir also irgendeine Möglichkeit zu unterscheiden, das ist ein realistisches Bild, das ist kein realistisches Bild. Weil einfach so ein Macho-Bild anzuzeigen, das würde wahrscheinlich nicht so gut aussehen wie das, was Ihr Fernseher macht. Ja, und das Ganze bräuchten wir also irgendeine Art von Indikator, der uns sagt, ja, das ist ein gutes Bild oder das ist kein gutes Bild. Und die einfachste Möglichkeit, um ein Bild auszuzeichnen, wäre zu sagen, wir sind hier so irgendwas Zusätzliches einzuführen. Wir haben hier Hilberträume, wir haben die Normen auf den Hilberträumen. Nehmen wir uns das Bild, was die kleinste Norm hat in dem entsprechenden Hilbertraum, in dem wir sind. Also wir könnten sagen, wir nehmen uns die Lösung, die die kleinste x-Norm hat. Unter allen, wenn wir viele haben, nehmen wir uns halt die mit der kleinsten Norm. Das heißt also, formulieren wir das gleich als Satz. Wenn das Ganze funktioniert, dann müsste ich den Satz jetzt so hinschreiben können, wann immer die gaußschen normalen Gleichungen überhaupt eine Lösung haben, also zu y in Range von a plus Range von a senkrecht, dann wäre es schön, das werden wir tatsächlich zeigen, wenn genau eine Lösung existiert. Nennen wir dann x plus, das wird gleich der Penrose-Inverse geben, der normalen Gleichung, die noch zusätzlich minimale Norm besitzt, unter allen Lösungen der normalen Gleichung. Also mit minimaler Norm, das heißt, das Ding löst, ist selber eine Lösung der normalen Gleichung, also a Stern a x plus ist gleich a Stern y. Und nicht nur das, davon kann es vielleicht mehrere geben mit der Eigenschaft. Es erfüllt außerdem noch, dass x plus kleiner gleich ist, jedes andere x, was ebenfalls diese normalen Gleichungen löst. Also das heißt, für jedes andere x, das im Urbild liegt von dem Operator a Stern a hoch minus 1 a Stern y. Und beachten Sie, wie üblich in der Mathematik, nutzen wir diese hoch minus 1 Notation sowohl für die Inverse, wenn sie existiert, als auch mengenwertig für das Urbild, auch von Operatoren, die keine Inverse haben. Also wenn ich das hier hinschreibe, dann meine ich damit die Menge aller Xi, so dass a Stern a Xi gleich a Stern y ist. Also unter allen Lösungen der normalen Gleichung, sagt das Satz, der Satz, der Teil B dieses Satzes, unter allen Lösungen der normalen Gleichung gibt es einen mit minimaler Norm und den könnten wir zum Beispiel nehmen. Und wenn wir die Norm so gewählt haben, dass gute Bilder eine kleine Norm haben und verrauschte Bilder zum Beispiel oder vermatschte Bilder keine kleine Norm haben, dann wäre das entsprechend ein gutes, hochskaliertes Bild. Solche Normen gibt es tatsächlich. Es gibt Normen, die lassen Ihnen Bilder oder die, das sind Bilder, die viele stückweise konstante Bereiche haben, also viele konstante Bereiche wie ein Comicbild
haben da. Die sind in dieser Norm typischerweise klein. Das heißt, auf die Art und Weise, wenn Sie dann diese Norm noch probieren, klein zu machen, da kommt ja eher ein comicartiges Bild raus. Oder Sie könnten daran denken, wir müssen auch nicht unbedingt eine Norm nehmen, können auch eine Metrik nehmen, irgendeine andere Möglichkeit finden, wie Sie gute von schlechten Bildern unterscheiden, könnten Big Data reinbringen, dass Sie schon eine riesige Bilddatenbank aufgebaut haben, neuronales Netz damit trainiert haben, zu sagen, bin ich ein gutes Bild oder bin ich ein schlechtes Bild, einfach indem Sie sich eine unglaubliche große Menge von Bildern aus Bilddatenbanken oder von dem, was Ihnen Ihre User freiwillig hochladen, entsprechend schon sich einen Überblick darüber verschafft haben, welche Bilder dann realistisch sind und welche Bilder ja, zum Beispiel aus Rauschen bestehen. Hier in dieser Vorlesung bleiben wir bei der einfachsten Wahl. Wir bleiben bei der Norm, die wir im Hilbertraum sowieso haben und sagen, wenn wir mehrere Lösungen haben, entscheiden wir uns für die Lösung, die die kleinste Norm hat, und zwar bezüglich unserer Hilbertraum-Norm. Dafür werden wir zeigen, da gibt es tatsächlich genau eine bestmögliche Lösung mit minimaler Norm. Ja, beweisen wir das Ganze. Also, wir haben zu zeigen, es gibt genau dann eine Lösung, wenn y in Range A plus Range A senkrecht liegt. Also müssen wir beide Richtungen zeigen. Angenommen, x löst die Normalgleichung. Also Teil A löst x die Normalgleichung, also A Stern AX gleich A Stern Y, dann wissen wir, haben wir gerade gezeigt in dem letzten Satz, dann ist das AX gerade die Orthogonalprojektion von Y auf Range von A quer. Und das bedeutet also, dass AX minus Y, dass das im Range von A senkrecht liegt. War ja gerade auch Kern von A Stern, also A Stern AX minus Y gleich 0 heißt, AX minus Y liegt im Kern von A Stern und das ist gleich Range von A senkrecht. Ja, und das bedeutet dann aber, dass ich mein Y, da möchte ich ja gerne zeigen, ich habe es Ihnen eingeblendet, dass das Y Range von A plus Range von A senkrecht liegt. Also unterteilen wir das entsprechend in AX minus Y und das, was ich noch drauf addieren muss, damit ich Y erhalte. Und da muss ich gerade AX drauf addieren und ein Minus sollte noch dazu. Also können wir zum Beispiel schreiben als AX plus Y minus AX oder machen wir es gleich als AX minus Y minus, Entschuldigung, minus AX minus Y. So rum passt es. Da kommt jetzt Y bei raus und Sie sehen natürlich, der erste Summand, der hier steht, der ist in Range von A und der zweite Summand, der ist entsprechend in Range von A senkrecht. Das ist ja ein Vektorraum, also minus davor bleibt immer auch im gleichen Raum. Also damit haben wir die eine Richtung in A gezeigt. Wie ist es mit der anderen Richtung? Also angenommen, wir hätten jetzt umgekehrt, dass unser Y in diesem Raum drin ist. Also Y ist in Range von A plus Range von A senkrecht. Das heißt also, ich kann mein Y schreiben als einen Summanden aus Range von A plus einen Summanden aus Range von A senkrecht. Also das heißt, es existiert ein x in Groß X und ein Eta in Range von A senkrecht, so dass ich mein Y schreiben kann als etwas in Range von A, kann ich, das heißt als AX und etwas in Range von A senkrecht, das haben wir, das wäre also das Eta, das heißt Y ist gleich AX plus Eta und das Eta ist aus Range von A senkrecht. Range von A senkrecht war ja Kern von A Stern, das heißt hieraus folgt dann also direkt, dass A Stern Y gleich A Stern AX ist plus A Stern Eta und A Stern Eta ist einfach gleich 0. Also das heißt, wir haben ja A Stern Y gleich A Stern AX, das heißt, dass Y zu dem Y existiert, dieses X als Lösung der Normalgleichung. Und Teil B noch, wie ist das mit dieser Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Wir haben behaupten, die existiert und wir behaupten, es gibt genau eine. Nun, wie machen wir das? Das machen wir tatsächlich so ähnlich, wie Sie Sachs-Milgram bewiesen haben. Also wir haben die Lösung mit minimaler Norm, das heißt, wir haben da ein Problem, wo wir, das heißt, wir möchten zeigen, dass ein Minimum
existiert. Und wenn wir das nicht aus irgendwelchen anderen Argumenten folgern können, dann lohnt sich das tatsächlich so vorzugehen, wie Sie es beim Satz von Lax-Milgram auf dem Übungsblatt gemacht haben. Wir suchen uns eine minimierende Folge und zeigen, dass diese minimierende Folge konvergieren. Und ist der Grenzwert der minimierenden Folge, das ist ein guter Kandidat für das Minimum. Und wenn das Ganze stetig ist und wenn entsprechend eine minimierende Folge existiert, aber wir brauchen Beschränktheit von dem, was wir betrachten. Wir brauchen, dass diese minimierende Folge wirklich konvergiert. Das machen wir typischerweise bei Cauchy-Folgeneigenschaft. Und wenn dann noch eine Stetigkeit dazu kommt, dann ist der Grenzwert der minimierenden Folge tatsächlich ein Minimum. Gehen wir das alles durch. Was wir dafür brauchen werden, ist dieses Argument, dass Grenzwert von minimierender Folge existiert. Also das machen wir bei Cauchy-Folge. Das heißt, wir brauchen noch Vollständigkeit von der Menge, in der wir uns bewegen. Nun, da gucken wir uns an, diese Menge aller Dinger, die die normalen Gleichungen lösen. Da haben wir das U, also alle Lektoren auf der Folie, die noch eingeblendet ist, hat man es auch in der Mengenschreibweise geschrieben, also alle Xis, sodass A Stern A Xi gleich A Stern Y ist, oder kurz geschrieben, das Urbild von A Stern Y unter dieser Abbildung A Stern A hoch minus 1. Das ist ja etwas, das lebt in x, ist offensichtlich ein Vektorraum. Und wenn Sie zwei Lösungen haben der normalen Gleichung, Entschuldigung, ist kein Vektorraum, das ist Quatsch, wäre ein affiner Vektorraum, aber die Summe ist nicht unbedingt drin. Das ist erstmal eine Menge, das reicht uns auch. Und diese Menge ist das Urbild von einer einelementigen Menge unter einer stetigen Abbildung. Nämlich das einelementige Menge, wo nur a Stern y drin ist. Alles, was durch a Stern a ist, eine stetige Abbildung, a stetig, a Stern stetig, alles, was durch die stetige Abbildung a Stern a auf diese einelementige Menge a Stern y abgebildet wird. Das heißt also, das Ding ist Urbild von einelementigen Menge A Stern Y unter dem stetigen, der stetigen Abbildung A Stern A. Naja, daraus folgt, dass unser U einelementige Mengen sind abgeschlossen und Urbilder unter stetigen Operatoren, unter stetigen Abbildungen von abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen. Das heißt, das U ist selber abgeschlossen. Ja, und jetzt wissen wir, bei Unterräumen hatten wir uns das schon überlegt, abgeschlossene Unterräume von Hilberträumen sind wiederum vollständig, abgeschlossene Untermengen von vollständigen Mengen sind natürlich auch wieder vollständig. Also hieraus folgt, U ist vollständig, denn das bedeutet, wenn Sie eine Cauchy-Folge in U haben, dann ist das ja auch eine Cauchy-Folge in dem Hilbertraum Groß X. Der ist aber vollständig, das heißt, es gibt einen Grenzwert der Cauchy-Folge in Groß X. Und da U abgeschlossen ist, das bedeutet, die Grenzwerte aller konvergenten Folgen, die sind auch in U drin. Das heißt, der Grenzwert, der liegt auch in U drin, sind drin. Das heißt, diese Cauchy-Folge hat nicht nur einen Grenzwert in X, sondern die hat wirklich auch einen Grenzwert in U. Der Unterschied zwischen abgeschlossen und vollständig ist in dem Sinne einfach nur die Frage, vollständig garantiert Ihnen, dass der Grenzwert existiert und in dem richtigen Raum drin liegt. Abgeschlossen garantiert Ihnen nur, wenn der Grenzwert existiert, dass er im richtigen Raum drin liegt. Und wenn Sie aber diese abgeschlossene Teilmenge von dem größeren vollständigen Raum haben, dann kriegen Sie über den größeren vollständigen Raum die Existenz des Grenzwertes und über die Abgeschlossenheit, dass der Grenzwert dann auch mit in U drin liegt. Also U ist vollständig, da können wir also über Cauchy-Folgen argumentieren. Cauchy-Folgen in U haben also auch einen Grenzwert in U. Jetzt müssen wir also zeigen, dass in diesem Raum Groß U ein Element drin liegt mit minimaler Norm. Das heißt, wir müssen zeigen, U enthält genau ein x plus in U mit minimaler Norm. Ja, wie gesagt, das machen wir ähnlich wie im Beweis von Lax-Milgram. Wir nehmen uns eine minimierende Folge. Das Funktional, ein Element aus U auf Norm von diesem Element abzubilden, das ist offensichtlich nach unten beschränkt durch die Null. Norm ist immer größer gleich Null. Das heißt aber, das Infimum von der allen Norm von x mit x in u, das existiert und ist eine Zahl, die sogar größer gleich 0 ist. An das Infimum kommen wir auch beliebig nah dran. Das heißt also, wir können uns eine Folge basteln, die immer, immer näher dran kommt an das Infimum. Also wir wissen,
Es existiert eine Folge xn in u, sodass der Limes n gegen unendlich Norm von xn gleich das Infimum ist über alle x in u Norm x, einfach aus der Definition vom Infimum. Wir wissen, das Infimum ist die größte untere Schranke. Das heißt, wenn Sie das Infimum nehmen plus einen Epsilon, dann finden Sie irgendein Ding x in u, was noch darunter liegt, unter Infimum von x plus Epsilon. Und dann nehmen Sie sich als Epsilon gleich 1 durch n, nehmen für jedes 1 durch n entsprechend das Ding, was noch drunter liegt, nennen Sie xn und dann kriegen Sie auf die Art und Weise eine Folge xn draus, sodass Limes xn gegen das Infimum. Also dass die Norm von xn gegen das Infimum konvergiert. Ja, was machen wir damit? Wir probieren zu zeigen, dass das eine Cauchy Folge ist. Und dazu nutzen wir aus, ich habe eben gerade schon fälschlicherweise behauptet, dass das U ein Unterraum wäre, das ist es nicht, aber es ist nur so ein affiner Unterraum. Also es ist die Lösungsmenge von einer inhomogenen linearen Gleichung. Es ist ein verschobener Unterraum, der ist zwar kein Vektorraum, aber der ist immerhin auch noch konvex. Und alles, was wir brauchen werden, ist, dass Mittelwerte noch drin sind. Also klar, es gilt, wenn wir xn halbe plus xn halbe bilden für ein xn mit einem xn in u, dann gilt, ja, xn haben wir schon, xn soll entsprechend diese Folge sein, schreiben das hier auch ordentlich, es existiert eine ganze Folge xn n n, die in u verläuft und die diese Eigenschaft hat und entsprechend, wenn ich Mittelwerte bilde aus zwei dieser Elementen, dann ist die ebenfalls noch in u, denn wenn Sie die Gauß-Normalen Gleichung drauf an, a Stern a xn halbe plus a Stern a xn halbe gibt entsprechend ein halb a Stern y plus ein halb a Stern y gibt also a Stern y. Das heißt, dieses Element hier erfüllt die normalen Gleichung auch. U ist ja gerade alles, was die normalen Gleichung erfüllt. Mittelwert aus zwei Dingen, die die normalen Gleichung erfüllen, erfüllt die normalen Gleichung auch. Könnten das auch für andere Bruchteile außer ein halb zeigen, dass das Ding konvex ist, aber wir brauchen es hier nur mit dem Mittelwert. Warum hilft uns das weiter? Nun, das hilft uns deswegen weiter, weil wir auf der einen Seite wissen, dadurch, dass das Ding in U liegt, bedeutet das, dass die Norm von diesem Mittelwert xn halbe plus xn halbe, das muss, ja, es liegt in U und das Infimum über alle Dinger in U muss also niedrig, kleiner sein. Also das muss größer gleich sein dem Infimum x in U. Auf der anderen Seite können wir das, was hier steht, aber auseinanderziehen. Jetzt nutzen wir letztlich die Konvexität der Norm mit aus, aber auch das nur in diesem Spezialfall. Das ist einfach die Dreiecksungleichung. Das ist dann eher kleiner gleich xn Norm xn halbe plus Norm xn halbe. Ein halb rausgezogen ist also kleiner gleich ein halb Norm xn plus ein halb Norm xn, ja, und jetzt sehen Sie, was passiert. Die gehen jeweils gegen das Infimum. Ein halb mal das eine plus ein halb mal das andere konvergiert also auch gegen das Infimum. Das heißt, diese Geschichte hier konvergiert ebenfalls gegen Infimum Norm x, x in u. Wenn wir das n und m nur groß genug machen, also die ganze Geschichte hier für n und m gegen unendlich, und das bedeutet also, es konvergiert nicht nur xn gegen das Infimum und xm gegen das Infimum, sondern es konvergieren auch diese Mittelwerte von xns und xms. Die konvergieren ebenfalls gegen dieses Infimum. Und das hilft uns tatsächlich weiter bei der Cauchy-Folgen-Eigenschaft. Denn das bedeutet ja dann, wenn wir das Ganze auseinandernehmen, dass, schauen wir das so rum, das Infimum von über alle x in u von Norm x. Das ist jetzt also auch der Limes n und m gegen unendlich von diesen Mittelwerten xn halbe plus xn halbe. Und das sagt uns was darüber aus, wie diese xns und xms zueinander stehen, indem wir nämlich diesen Ausdruck, der hier steht, mach Quadrat, damit es hier rechts auch das Quadrat gibt, weil mit dem Quadrat kann ich das nämlich ausmultiplizieren. Also multiplizieren wir das aus, das ist ja die Norm gehört, das nutzen wir wieder aus, dass wir im Hilbertraum sind, die Norm gehört zu einem Skalarprodukt, das heißt, das, was hier steht, ist xn halbe plus xn halbe, ein Skalarprodukt mit sich selbst. Ja, das ist also, Skalarprodukt ist symmetrisch, also geht das genauso wie in der binomischen Formel, ist also Limes n und m gegen unendlich ein Viertel
xn mal xn, also Norm von xn Quadrat, plus 2 mal das eine mal dem anderen, also 1/2 mal xn mal xm und entsprechend der andere Term plus 1/4 Norm xm zum Quadrat. Ja, und daraus folgt also, wir wissen nicht nur, was x, gegen was xn konvergiert, Norm xn nämlich gegen das Infimum, wir wissen, gegen was Norm xn konvergiert, nämlich auch gegen das Infimum. Das heißt, der erste und der letzte Summand, die konvergieren jeweils gegen das Infimum. Das heißt, wir wissen auch, was der mittlere Summand macht. Der muss dann nämlich, das bleibt dann gerade gegen 1/2 mal das Infimum konvergieren. Also das bedeutet, damit wissen wir, dass der Limes von xn xm ebenfalls gegen das Infimum konvergieren muss. So, damit haben wir alles zusammen, was wir brauchen, denn dadurch, dass wir wissen, da haben wir noch ein Quadrat mit dabei, Infimum Norm x, x in U. Ja, und damit wissen wir jetzt aber auch, dass es eine Cauchy-Folge ist, weil dieses xn mal xn im Skalarprodukt ist ja gerade das, was rauskommt, wenn Sie probieren, die Cauchy-Folgeneigenschaft nachzurechnen, nämlich xn minus xn auszurechnen. Machen wir das? Also gucken wir uns an die Norm von xn minus xn zum Quadrat, auch wieder im Skalarprodukt xn minus xn mal xn minus xn geschrieben, ausmultipliziert, gibt also xn mal xn, gibt xn zum Quadrat minus 2 mal xn, Komma xn plus die Norm von xn zum Quadrat. Ja, und jetzt haben wir gerade gesehen, erster Summand, letzter Summand, die gehen gegen Infimum von x, Norm x über alle x in u, das Ding in der Mitte mit dem Skalarprodukt geht gegen das Infimum. Wir haben hier minus 2 mal das Ding in der Mitte, jeweils plus 1 mal der erste und letzte Summand, also konvergiert das Ganze gegen 0 für n und m gegen unendlich. Und das bedeutet, unsere minimierende Folge ist eine Cauchy-Folge. Also das bedeutet, xn nmn ist Cauchy-Folge. Das bedeutet, da wir vollständig sind, es existiert ein x, was der Limes ist von dieser Folge xn. Ja, und jetzt nutzen wir im Wesentlichen die Stetigkeit der Norm aus, denn daraus folgt ja dann einfach, das nennen wir schon x plus diesen Limes, dass die Norm von x plus ist jetzt natürlich, also ist naheliegend, wenn es der Limes der minimierenden Folge ist, dann ist es wahrscheinlich auch Minimum. Und das ist tatsächlich so, dass x plus ist ja nach Konstruktion der Limes n gegen unendlich von der Norm von xn. Erstmal machen wir es ganz sauber. Stetigkeit sehen. Das x plus ist erstmal definiert als Limes der xn's, also sowas ist die Definition von x plus. Und jetzt wissen wir wegen der Stetigkeit der Norm, das ist aber das gleiche wie Limes n gegen unendlich Norm von xn. Und das xn war ja gerade als minimierende Folge gewählt, also Limes von Norm von xn ist gerade das Infimum Norm x, x in u, das heißt an x plus wird das Infimum angenommen, das heißt x plus ist da wirklich das dasjenige Element, diejenige Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Nun, damit haben wir also Existenz gezeigt. Es gibt eine Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm, also unter allen bestmöglichen Lösungen dieses Gleichungssystems gibt es eine mit minimaler Norm. Warum kann es nicht mehrere geben? Das ist ebenfalls einfach zu zeigen. Angenommen, wir hätten noch eine, also sei zum Beispiel x Dach in U ebenfalls von minimaler Norm. Also das heißt, angenommen, die Norm von einem x Dach in U wäre ebenfalls gleich Infimum x, x in U, also genauso klein wie unsere Norm von x plus. Warum kann das nicht sein? Oder warum kann das nur sein, wenn x Dach gleich x plus ist? Nun, das liegt einfach daran, dass wir ja gerade gezeigt haben, wie das mit den minimierenden Folgen war. Wir hatten gerade gezeigt, dass diese minimierenden Folgen immer Cauchy-Folgen ergeben würden. Und hier hätten, könnten wir uns jetzt einfach als minimierende Folge das Folgende wählen. Dann wäre nämlich
die folgende Folge. Ich schreibe Ihnen diese salopp hin. Also nehmen wir als erstes Folgenglied x Dach, dann nehmen Sie sich x plus, dann nehmen Sie sich x Dach, dann nehmen Sie sich wieder x plus und so weiter, immer abwechselnd. Also das heißt, wir würden x1 wäre x Dach, x2 gleich x plus, x1 gleich x Dach, x2 gleich x plus und so weiter. Und für ungerade Indizes x Dach, für gerade Indizes x plus. Das wäre ja dann eine Folge, die ebenfalls eine minimierende Folge ist. Also die würde ebenfalls gegen das Infimum konvergieren. Dann wäre ja einfach schon von der Norm her die ganze Zeit auf dem Infimum drauf. Und dann ist mit dem, was wir aber gerade gezeigt hätten, dass das wäre eine Cauchy-Folge. Ja, und wenn das eine Cauchy-Folge ist, heißt das, die Folgenglieder müssen immer enger zusammenrücken. Und da die ja immer nur x Dach und x Plus sind, ist die einzige Möglichkeit, wie die immer näher zusammenrücken können, wie der Abstand jedes Epsilon unterschreitet, dass x Dach gleich x Plus ist. Also das bedeutet, das Minimum ist auch eindeutig. Ja, damit ist alles gezeigt, was wir in dem Satz zeigen wollten. Wir wissen jetzt, oder wir können zumindest charakterisieren, wann bestmögliche Lösungen existieren. Und wir wissen, dass wenn mehrere bestmögliche Lösungen existieren, dass dann tatsächlich immer eine existiert, die genau eine existiert, die minimale Norm hat. Wenn Sie das in der Numerik noch nicht gesehen haben, dann würde ich Ihnen das gerne einmal noch wirklich mit als bunte Bildchen im Niedrigdimensionalen zeigen. Dann machen wir das gerade spontan, wenn wir hier A hätten als Abbildung vom Zweidimensionalen ins Eindimensionalen. Also A einfach die Matrix, die aus einer Zeile und zwei Spalten besteht. Dann nehmen wir zum Beispiel 1, 1. Dann wäre das also eine Abbildung vom R hoch 2 in den R hoch 1, und so einfach möchte ich die jetzt nicht nehmen, sondern wir packen noch eine Nullzeile dazu, dann haben wir hier 1, 1 und 0, 0, dann wäre es entsprechend eine Abbildung von R hoch 2 in den R hoch 2. Das heißt, das kann ich noch schön zeichnen. Ich habe hier den Urbildbereich und ich habe entsprechend den Bildbereich, was dabei rauskommt, wenn ich da A drauf anwende, und beides kann ich mir entsprechend in der Ebene einzeichnen. Nun, erste Zeile besteht aus Einsen, das bedeutet also, da werden die beiden Elemente aufsummiert und dann entsprechend das, was dabei rauskommt, das wird dann, gibt dann das, was mir hier im Zielbereich auf der x-Koordinate liegt. Also Range von A liegt, ist nur, hat immer y-Koordinate gleich 0, also Range von A liegt schon mal nur auf dieser x-Koordinate hier. Range von A liegt also nur auf dieser Linie hier. Und wie sieht das Ganze aus? Wenn x gleich minus y ist im Urbildbereich, dann ist A davon gleich 0. Das heißt, auf diesen Punkt hier, auf den Nullpunkt, wird alles geworfen, wo x gleich minus y ist und y gleich minus x. Das heißt also, alles, was hier auf dieser Gerade liegt, das wird entsprechend auf den roten Punkt geworfen. Also im Urbildbereich, alle Vektoren, die hier auf der roten Gerade liegen, werden im Bildbereich durch A auf diesen roten Punkt geworfen. Entsprechend können wir das Ganze leicht versetzt machen. Alles, was hier drauf liegt, würde also entsprechend auf hier den blauen Punkt geworfen werden. Alles, was hier entsprechend auf dieser Gerade liegt, würde hier auf den grünen Punkt geworfen werden. Was würde man dann als inverse, als gute, verallgemeinerte Lösung ansehen, wenn wir jetzt ein Problem haben, ax gleich y, und möchten das entsprechend gerne lösen mit einem y, was gar nicht im Range von a ist. Also angenommen, ich habe hier so einen farbenübrig einen grauen Punkt, der liegt zum Beispiel hier, dann ist dieser Punkt nicht erreichbar durch a. Was machen wir dann? Wir nehmen uns erstmal im Range von a dasjenige Element, was möglichst nah dran liegt an diesem grauen Kreuz. Also angenommen, ich habe hier ein y, dann möchte ich gerne erstmal möglichst nah dran liegen gehen an diesem y und dabei aber im Range von a sein. Das heißt, ich habe nehme hier auf der x-Achse im Bildbereich, nehme ich mir denjenigen Punkt, der möglichst nah dran liegt an diesem grauen Kreuz, machen wir den auch zu einem Punkt, und das andere haben wir als Punkte genommen. Und da sehen Sie, das ist offensichtlich gerade der blaue Punkt, weil das hier gerade die Orthogonalprojektion ist. Das heißt, dieser blaue Punkt hier, das ist ax, dasjenige Element in ax, was möglichst nah dran liegt an
langsam y. Das heißt also, im Urbildbereich würden wir alles auf dieser blauen Linie würden wir akzeptieren als bestmögliche Lösung von ax gleich y. Alles, was auf dieser blauen Linie liegt, wäre so, dass ax so nah wie es irgendwie geht an y dran liegt. Und damit ist aber noch nicht, da müssen wir uns auch für eine Lösung entscheiden. Und dann nehmen wir uns diejenige Lösung mit minimaler Norm. Das heißt also, die mit minimaler Norm, das wäre an der Stelle wahrscheinlich wohl gerade dieser Ausdruck hier. Wenn ich schaffe, dass mein Kreis mal nicht vom Computer als irgendein anderer Befehl angenommen wird, genau, da hätten wir also gerade diesen Punkt hier, das wäre das x mit minimaler Norm. Also unter allen blauen Punkten auf der blauen Linie, die best Data-Fit-Punkte sind, wo ax erstmöglich an y dran liegt, ist dieser Punkt ausgezeichnet dadurch, dass er selber noch möglichst nah am Nullpunkt dran liegt. Und diesen Punkt, den nennen wir die verallgemeinerte Lösung von ax gleich y. Das heißt, das werden wir uns gleich definieren. Dieser Punkt hier ist a plus von y. Das heißt, das ist die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Auf der blauen Linie sind alle Lösungen der normalen Gleichung. Und dieser Punkt ist dadurch ausgezeichnet, dass er auch noch minimale Norm besetzt. Das Ganze haben wir gemacht für allgemeine Hilbert-Räume, also auch entsprechend im unendlich-dimensionalen, definiert uns den unendlich-dimensionale verallgemeinerte Inverse, also zu einer linearen Abbildung a del xy definieren wir uns die Abbildung a plus, die kriegt ein Element aus Groß Y und macht daraus die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm nach dem Satz, den wir gerade bewiesen haben. Also die macht aus Y gerade dasjenige x plus, was die normalen Gleichung löst und unter all diesen Dingern minimale Norm hat. Jetzt haben wir aber gesehen, diese normalen Gleichungen, die sind im Unendlichdimensionalen gar nicht immer lösbar und die sind nur dann lösbar, wenn unser Element, unsere rechte Seite klein y, wenn die aus Range von a plus Range von a senkrecht kommt und eben groß y wäre Range von a Abschluss plus Range von a senkrecht. Das heißt, dieses a plus, was wir hier haben, das ist etwas, was gar nicht auf ganz groß y definiert ist. Machen wir also so wie bei den unbeschränkten Operatoren. Tatsächlich werden wir später sehen, dass dieses a plus, denn für eine sehr große Klasse von a ist das a plus tatsächlich ein unbeschränkter Operator. Hier haben wir erstmal nur, dass das a plus ein nicht unbedingt überall definierter Operator ist. Das a plus lebt also erstmal nur auf einem gewissen Definitionsbereich d von a plus. Und das d von a plus ist gerade das, gerade die Menge, ja, wo wir dieses x plus ausrechnen können, wo wir also die normalen Gleichungen überhaupt lösen können. Also d von a plus ist gerade Range von a plus Range von a senkrecht. Und es ist erstmal nicht klar, ob das Ganze schon gleich y ist. Wird im Allgemeinen nicht der Fall sein. Ist auch nicht klar, ob das a plus ein linearer Operator ist. Das ist erstmal gar nicht klar mit dieser Minimierungseigenschaft. Werden wir tatsächlich demnächst rausbekommen. Und es ist nicht klar, ob dieses a plus sich irgendwie, ob das stetig ist, also ob man das zum Beispiel stetig fortsetzen kann auf groß y. Das wird im Allgemeinen leider auch nicht der Fall sein. Ja, das definieren wir also entsprechend mit d von a plus, wobei x plus die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm ist. Haben wir gerade gesehen, existiert und ist eindeutig. Und dieses Ding a plus, das nennt man auch die sogenannte verallgemeinerte Inverse oder auch nur Penrose-Inverse von a. Und wenn Sie so wollen, haben wir damit das Problem der Eindeutigkeit und der Existenz zumindest ein Stück weit in den Griff bekommen, denn wir haben mit dieser Moore-Penrose-Inverse können wir auch dann Gleichungssysteme lösen, wenn keine Lösung existiert, dann kriegen wir eben die bestmögliche Lösung raus und wir können es auch dann lösen, wenn die Lösung nicht eindeutig ist oder die bestmöglichen Lösungen nicht eindeutig sind, dann kriegen wir eben die bestmögliche Lösung mit minimaler Norm bei raus. Ja, zeigen wir darüber auch noch ein paar Eigenschaften. Zunächst der folgende Satz.
Ja, wir haben diesen Unterschied unter Umständen, dass der Definitionsbereich von A plus nicht ganz Y ist. Also wir haben auch mit der verallgemeinerten Inverse haben wir im unendlich dimensionalen nicht zu jeder rechten Seite eine verallgemeinerte Lösung. Wir haben genau dann immer eine, also wir haben genau dann den Fall, dass die A plus gleich Y ist. Das gilt genau dann, wenn uns dieser Unterschied Range von A und Abschlussrange von A keine Probleme macht. Und das gilt also genau dann, wenn Range von A gleich Range von A Abschluss ist, also wenn Range von A abgeschlossen ist. Dann haben wir keine Probleme mit dem Definitionsbereich. Dann haben wir für jede rechte Seite eine bestmögliche Lösung mit minimaler Norm. Ansonsten haben wir das unter Umständen nicht. Dann haben wir auch durchaus Vektoren, wo A plus nicht definiert ist. Werden wir uns auch überlegen müssen, was wir dann machen. Ja, was wissen wir noch? Wir wissen, der Range von A Stern ist Kern von A senkrecht. Tatsächlich ist auch der Range von A plus gleich Kern von A senkrecht. Also auf die Art und Weise haben wir auch da den Range sehr gut charakterisiert. Außerdem können wir zeigen, dass das Folgende gilt. Nämlich, wenn wir irgendeine Lösung der normalen Gleichung haben. Also wir wissen, die Maupin-Inverse, die pickt uns die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm raus. In dem Bild, was wir vorhin hatten, da war das, ich glaube, die blaue Linie. Und dann waren alle Lösungen der normalen Gleichung und dann haben wir uns den Punkt rausgepickt, der am nächsten am Nullpunkt dran lag, also die Lösung mit minimaler Norm. Wie würden wir die anderen rausbekommen? Also angenommen, x löst die normalen Gleichung, löst x NG die normalen Gleichungen, also angenommen A Stern AX wäre A Stern Y, aber vielleicht ist das X noch nicht das mit minimaler Norm, dann kann man das auch sozusagen sukzessive machen, nämlich die erste Lösung der normalen Gleichung und dann nehmen Sie sich unter der und dann gehen Sie von dieser Lösung in die richtige Richtung und zwar so lange, bis Sie minimale Norm haben. Und zwar geht das gerade so, dass Sie diese irgendeine Lösung der normalen Gleichung nehmen und die projizieren auf Kern von A senkrecht. Und wenn Sie das machen, also Sie projizieren auf Kern von A senkrecht und kriegen dabei gerade raus, dass die Projektion auf Kern von A senkrecht von irgendeiner Lösung der normalen Gleichung, das ist gerade die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm, also die Maupin-Inverse. Das heißt, dieses x plus, was da rauskommt, jetzt haben wir, wenn Sie so wollen, zwei Möglichkeiten, wie wir es erhalten können. Wir können das einmal über so ein Minimierungsproblem eines nichtlinearen Funktionals, nämlich Norm x, lösen. Das sieht erstmal sehr kompliziert aus, minimal von irgendeinem nichtlinearen Funktional. Wird es erstmal nicht klar, wie das Ganze zusammenhängt mit dem, was wir reingesteckt haben. Oder aber wir kriegen es dadurch raus, dass wir ein nicht eindeutiges Gleichungssystem lösen, nämlich diese normalen Gleichungen und darauf dann noch eine Orthogonalprojektion anwenden. Das sind aber beides, wenn Sie so wollen, lineare Operationen. Und tatsächlich, wenn wir es geschafft haben, C zu zeigen, dann folgt daraus auch, dass diese Maupin-Inverse A plus, dass das tatsächlich eine lineare Abbildung ist. Das ist auf den ersten Blick vielleicht wirklich überraschend über diese Minimierungseigenschaft, weil bei der Minimierung natürlich, Minimierung nicht lineares Funktional, könnte Linearität verloren gehen, tut es hier aber tatsächlich nicht. Und der Grund ist gerade das, was wir in C beweisen werden. Ja, beweisen wir das Ganze. Wir müssen zeigen, dass der, wir haben es da noch stehen, dass der Definitionsbereich von unserer Abbildung, dass der gerade gleich ganz Y ist, wenn Range von A abgeschlossen ist. Also Beweis Teil A. Angenommen, Range von A ist abgeschlossen. Fangen wir so rum an. Also angenommen, Range von A wäre gleich Range von A abschlossen. Dann ist Groß Y ja gleich Range von A Abschluss plus Range von A senkrecht, das wissen wir schon. Ja, Range von A Abschluss haben wir aber gerade angenommen, ist dasselbe wie Range von A, das heißt, das ist gleich Range von A plus Range von A senkrecht und das bedeutet aber Range von A plus Range von A senkrecht. So hatten wir ja gerade Definitionsbereich von A plus definiert, also Groß Y ist gleich Definitionsbereich von A plus. Also die Rückrichtung von der Behauptung Teil A haben wir damit schon gezeigt. Wenn Range von A abgeschlossen ist, dann ist entsprechend Groß Y gleich dem Definitionsbereich von A plus, also Definitionsbereich von A plus ist ganz Y. Wie ist es umgekehrt? Angenommen ist umgekehrt,
unser Definitionsbereich von a plus gleich y, also Range von a plus Range von a senkrecht. Das ist ja gleich der Definitionsbereich von a plus, und angenommen, das wäre gleich groß y, und wir wissen ja, groß y ist gleich Range von a quer plus Range von a senkrecht. Warum folgt daraus, dass Range von a gleich Range von a quer ist, Range von a Abschluss ist? Das heißt, wir müssten aus dieser Gleichheit von Vektorräumen, müssten wir jetzt uns überlegen, können wir dieses plus Range von a senkrecht, können wir das rausstreichen? Und das können wir tatsächlich machen, entweder indem Sie sich das beides dann ein Element rausnehmen und entsprechend als Summe schreiben. So können wir es machen. Es geht tatsächlich sogar noch eleganter, indem Sie jetzt einfach auf diese Gleichheit der Vektorräume, wenden Sie auf beide Räume den Projektionsoperator auf Range von A quer an, dann kriegen Sie auf der einen Seite raus, dass Range von A gleich ist Projektionsoperator auf Range von A quer von dieses Ding angewendet auf Range von A plus Range von A senkrecht, da wissen Sie, dieser Projektionsoperator macht auf Range von A gar nichts. Das ist einfach die Identität. Auf Range von A senkrecht, das liegt im Kern von diesem Projektionsoperator. Das heißt, hier kommt gerade Range von A raus. Und wenn Range von A plus Range von A senkrecht aber dasselbe ist wie Range von A quer plus Range von A senkrecht, dann ist entsprechend auch mit demselben Argument auf Range von A quer macht der Projektionsoperator nichts. Auf Range von A senkrecht wirft er einfach alles auf 0. Das heißt, das, was hier rauskommt, ist einfach Range von A quer. Und damit haben wir Teil A bewiesen. Teil B, Sie haben es noch eingeblendet, ist, dass Range von A plus enthalten ist im Kern von A senkrecht und umgekehrt Kern von A senkrecht enthalten ist im Range von A plus. Dann nämlich, dass sie beide gleich sind. Zeigen wir es auf die Art und Weise. Also wir zeigen bei B, wir zeigen zuerst die eine Richtung, also wir zeigen zuerst, dass Range von A plus, also der Range der Moore-Penrose-Inverse, dass das liegt im Kern von A senkrecht. Um das zu zeigen, brauche ich ein bisschen mehr Platz, blende ich Ihnen das wieder aus. Also das werden wir im Folgenden zeigen. Also angenommen, wir haben so ein Ding, sei dazu ein Element von Range von a plus gegeben, sei dazu x plus gleich a plus y im Range von a plus. Also wir haben so ein Ding im Bildbereich von der Moore-Penrose-Inverse. Warum liegt das Ganze dann im Kern von a senkrecht? Also wir müssten zeigen, x plus, x ist gleich 0 für alle x im Kern von A senkrecht. Kern von A senkrecht muss so natürlich heißen. Und dann fange ich nochmal an. Also wir müssen zeigen, dass dieses x plus im Kern von A senkrecht liegt. Das heißt, dass es senkrecht steht auf allem, was im Kern von A steht. Also wenn wir irgendein x haben, was im Kern von A liegt, muss es senkrecht stehen auf x plus. Also irgendwie für jedes x mit ax gleich 0 muss gelten x plus, x gleich 0. Angenommen, das wäre nicht der Fall, also Annahme, es existiere ein x im Kern von A, also ax gleich 0, sodass x, x plus nicht gleich 0 wäre. Ja, warum kann das nicht sein? Nun, wir haben zwei Dinge, die wir verwenden könnten, also die normalen Gleichung und die Minimaleigenschaft. Das ist das, was das x plus auszeichnet. Über das x plus wissen wir, es löst die normalen Gleichung und es ist eine Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Nun, dieses x im Kern von A, das ist etwas, was von A gar nicht gesehen wird. Also wenn wir das auf das x plus drauf addieren würden, dann wird das immer noch die normalen Gleichungen lösen. Also x plus x löst ebenfalls die normalen Gleichungen, weil a Stern a x plus x gibt einfach a Stern a x plus. Das heißt, das x wird von dem a gar nicht gesehen, erst recht gar nicht gesehen, den normalen Gleichungen von a Stern a. Das heißt also, wir könnten jetzt auch x plus x bilden und das Ding löst ebenfalls die normalen Gleichungen. Oder wir nehmen uns x plus irgendein anderes Skalar, Lambda x. Das löst das auch ebenfalls die normalen Gleichungen, und zwar für alle Lambda in R. Also das heißt, wir haben hier eine eindimensionale
gerade gefunden von Lösungen der normalen Gleichung. Also wir haben diese eindimensionale Gerade gefunden und auf dieser eindimensionalen Gerade würde aber, wenn das x plus nicht senkrecht steht auf dem x, wäre jetzt ein Element kleinerer Norm, eine Lösung der normalen Gleichung mit kleinerer Norm. Warum ist das so? Gucken wir uns die Norm an von diesem Ausdruck. Die Norm von x plus plus Lambda x wäre dann ja gerade auch wieder ausmultiplizieren, binomische Formel, machen wir es aber dann zum Quadrat, dann ist das Skalarprodukt, Skalarprodukt ausmultipliziert, gibt also die Norm von x plus zum Quadrat plus 2 mal, ziehen wir das Lambda gleich raus, Lambda x, x plus plus Lambda Quadrat mal die Norm von x Quadrat. Und dieser Ausdruck käme also raus bei dieser Norm und das x, x plus, was wir hier haben, das ist nicht gleich 0, das ist ungleich 0. Ja, was heißt das? Nun, angenommen, das x, x plus wäre größer als 0, dann könnten wir, wenn wir das Lambda kleiner als 0 wählen, dann hat dieser lineare Term hier in Lambda hat einen negativen Effekt auf die Norm. Dann kommt zwar dieser zweite Term, dieser quadratische Term, der hat wieder einen positiven Effekt auf die Norm, aber da steht ein Lambda Quadrat drin. Das heißt, wenn wir das Lambda klein wählen, dann gewinnt dieser negative Effekt, der gewinnt gegen den positiven Effekt, der dann im dritten Summanden steht. Das heißt, wir könnten auf die Art und Weise dafür sorgen, dass wir etwas haben, was die Norm nach unten zieht, was von der Norm her kleiner ist als die Norm von x plus. Umgekehrt, wenn das x, x plus kleiner ist als 0, machen wir dasselbe Argument mit einem kleinen positiven Lambda. Oder wir können das Ganze auch wirklich praktisch, also auf die Art und Weise können Sie argumentieren und damit zeigen, dass es ein Lambda gibt, sodass x plus plus Lambda x eine kleinere Norm hat als das x plus. Oder aber Sie nehmen sich das einfach als das, was es ist, nämlich als eine Parabel, die bezüglich Lambda entsprechend nach oben geöffnet ist. Und Sie haben ja das Lambda Quadrat mal Norm x Quadrat stehen. Das heißt, diese Parabel nimmt ihr Minimum am Scheitelpunkt an. Und das heißt, diesen Ausdruck hier in Lambda, das ist ja einfach eine Funktion von R nach R. Das heißt, die können Sie, das ist einfach ein Polynom zweiten Grades, diese Parabel. Wenn Sie das Ding ableiten, kriegen Sie den Scheitelpunkt raus. Wenn Sie den Scheitelpunkt einsetzen, kriegen Sie entsprechend was raus, was kleiner ist, als wenn Sie nicht am Scheitelpunkt sind. Und wir sind, der Scheitelpunkt ist nicht gerade für Lambda gleich 0 erreicht, weil Sie hier einen Term haben, der ungleich 0 ist. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, der ist echt kleiner als die Norm von x plus Quadrat für ein, muss man nachlesen, Lambda in R. Zum Beispiel, das rechnen Sie leicht nach, für den Scheitelpunkt und den Scheitelpunkt einfach über Ableiten ausgerechnet hätten wir zum Beispiel für das folgende Wahl Lambda, Lambda gleich minus x plus, x geteilt durch die Norm von x Quadrat. Setzen Sie es ein in die Formel, kriegen Sie direkt raus, dass dann der zweite und dritte Summand insgesamt was Negatives ergeben. Ja, das kann aber nicht sein. Wir haben nämlich gerade, dass Sie das noch vor Augen haben, wir haben nämlich gerade, dass das dann einen Widerspruch ergibt. Wir können nicht kleiner sein als die Norm von x plus, weil x plus ist die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Und hier hätten wir jetzt eine andere Lösung der normalen Gleichung gefunden, die eine noch kleinere Norm haben. Also kann das Ganze nicht gehen. Also muss die Annahme falsch sein. Sie haben sie da eingeblendet. Die Annahme war, dass so ein x im Kern von A existiert, was nicht senkrecht steht auf x plus. Daraus folgt also, dass x doch senkrecht stehen muss auf x plus, diese Parabel, die wir gerade gemalt haben, die muss ihren Scheitelpunkt gerade an der 0 haben. Und das bedeutet aber gerade, dass das x plus im Kern von A senkrecht liegen musste. Also damit haben wir die eine Richtung von B gezeigt. Die andere Richtung von B, die zeigen wir gleich mit C zusammen. Also warum gilt die andere Richtung von B? Dafür müssten wir zeigen, dass Kern von A senkrecht im Range von A plus liegt. Und für C müssten wir zeigen, dass wenn wir die normalen Gleichungen lösen, dass wir dann durch Projektion auf Kern von A senkrecht auch tatsächlich die Mohr-Penrose-Inverse rausbekommen. Also gucken wir uns an, was passiert, wenn wir die normalen Gleichungen lösen. Also angenommen, wir haben irgendein x, sei x irgendeine Lösung der normalen Gleichung, dann folgt also, dass A Stern AX gleich
a Stern y ist, x plus ist aber auch eine Lösung der normalen Gleichung, also das ist auch a Stern a x plus. Und das bedeutet dann aber, dass a Stern a x minus x plus, dass das gleich 0 ist. Ich schreibe Ihnen das mit so einem kleinen Abstand, da kann ich das da gleich einfügen. A Stern a x minus x plus, das ist gleich 0. Und dann, ich füge Ihnen das direkt in der Zeile ein. Wenn das hier gleich 0 ist, dann folgt daraus aber ja auch, dass wenn ich es mit x minus x plus in ein Skalarprodukt reinschreibe, dann ist es auch gleich 0. Also wenn das hier gleich 0 ist, dann ist auch x minus x plus im Skalarprodukt damit gleich 0. Naja, und dann kann ich das eine a Stern aber rüberziehen. Auch das mache ich Ihnen gleich hier mit in der kleinen Zeile. Das heißt, wir ziehen uns das eine a Stern rüber auf die andere Seite des Skalarproduktes. Dann steht da also a x minus x plus a x minus x plus. Und jetzt steht da die Norm von a x minus x plus. Das heißt, jetzt steht hier die Norm a x minus x plus. Das Ding zum Quadrat ist gleich 0. Ja, und das bedeutet also, dass x minus x plus im Kern liegt von a. Und das bedeutet schon, dass C erfüllt sein muss. Also Sie erinnern sich, C war, dass die Lösung der normalen Gleichung, dass die Projektion von dem, nennen das sich aus jeder Lösung der normalen Gleichung, also insbesondere aus diesem x hier, dass sich das x plus dadurch ergibt, dass wir dieses x nehmen und dann auf Kern von A senkrecht projizieren. Auf Kern von A senkrecht projizieren heißt, wir bewegen uns in senkrechter Richtung zu Kern von A. Senkrecht. Und genau das ist hier passiert, weil der Kern von A ist ja nichts anderes als der Kern von A senkrecht, senkrecht, hatten wir gezeigt in dem Satz über die orthogonalen Projektionen. Das heißt also, wir haben uns von x auf x plus bewegen wir uns in senkrechter Richtung zu Kern von A senkrecht. Auf der anderen Seite ist das x plus, das haben wir ja schon gezeigt, das x plus ist selber ja auch schon in dem Range von A plus, und die eine Richtung haben wir ja schon gezeigt, Range von A plus liegt im Kern von A senkrecht. Das heißt, x plus ist etwas, das liegt im Kern von A senkrecht, und das hat es von dem x, von dem wir starten, liegt in Richtung eines Vektors, der senkrecht auf Kern von A senkrecht steht. Und das war genau unsere äquivalente Charakterisierung von der Orthogonalprojektion. Das heißt also, x plus ergibt sich, wenn Sie die Projektion nehmen von x auf Kern von A senkrecht, weil Sie dann gerade dasjenige Element erhalten aus Kern von A senkrecht, was erfüllt x minus x plus liegt senkrecht auf Kern von A senkrecht. Und das ist das x plus dann gerade. Also damit hätten wir Teil C gezeigt, und B Rückrichtung folgt daraus auch sofort. B Rückrichtung ist ja gerade die Rückrichtung zu Range von A plus enthaltenen Kern von A senkrecht. Also was ist, wenn wir ein Ding haben im Kern von A senkrecht, sei noch klein x im Kern von A senkrecht. Warum liegt das dann auch im Range von A plus drin? Also warum gibt es dann ein y, sodass a plus y gleich dieses x ist? Nun, und das kriegen wir aber dadurch raus, Entschuldigung, das kriegen wir aber dadurch raus, dass wir erstmal sehen, dass das x eine Lösung der normalen Gleichung ist. Und zwar der normalen Gleichung a Stern a x gleich a Stern y, wobei ich wenn ich als y einfach wähle, ax selber. Ja, und das heißt aber gerade, dass das x, was ich hier habe, wenn das im Kern von A senkrecht liegt, dann ist es auch gleich seiner Projektion. Das heißt, das x ist auch gleich seiner Projektion. Also das heißt, x ist gleich die Projektion auf Kern von A senkrecht von jeder Lösung der normalen Gleichung, also auch gerade dieser Lösung x selber. Und das bedeutet also, diese Projektion hier, andersrum erstmal, x ist gleich die Projektion von x auf diesem Raum, weil es schon drin liegt. Und diese Projektion haben wir gerade gezeigt, in C ist gerade das x plus, was rauskommen würde als
a plus y, also die Molpenhaus-Inverse zu diesem y gleich ax. Also das ist gerade gleich a plus von ax. Und das bedeutet insbesondere, wir sind im Range von a plus mit jedem x, was aus Kern von a senkrecht kommt. Und das ist ja dann gerade von b die andere Richtung, die uns noch gefehlt hat. Also b und c haben wir damit auch gezeigt. Dann zeigen wir noch den letzten Teil des Satzes, Teil D. Da mussten wir zeigen, a plus ist linear, was ja erstmal unmöglich erscheint zu zeigen über diese Minimierungseigenschaft, aber was relativ einfach ist zu zeigen über diese Projektionseigenschaft. Angenommen nämlich, wir haben zwei Elemente, y1, y2 im Definitionsbereich von a plus. Und angenommen, wir haben ein Skalar Lambda in R, dann haben Sie eine linearen Algebra wahrscheinlich sehr ausführlich gemacht. Linearität rechnet man dadurch nach, wenn wir zum Beispiel dadurch in einem Schritt nachrechnen, dass wir zeigen, jedes Element y1 plus Lambda mal y2, das kann ich entsprechend die linearen Operatoren dann reinziehen. Also ich musste zeigen, zu zeigen wäre, dass a plus y1 plus Lambda y2, dass das gleich ist a plus y1 plus Lambda a plus y2. Wenn ich das gezeigt habe, dann habe ich die Linearität von a plus gezeigt. Definitionsbereich von a plus ist offensichtlich ein Vektorraum. Das heißt, da haben wir erstmal keine Probleme mit dieser Anwendung links. Nun, also wir müssten zeigen, dass was hier rechts steht, dass dieses Element hier, dass das gleich ist, die Molpenhaus-Inverse von y1 plus Lambda y2. Und dazu nutzen wir C aus, nämlich wir wissen, dass y1 plus Lambda y2, das löst die normalen Gleichungen, das rechnen wir direkt nach, a Stern a y1 plus Lambda y, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte zeigen, dass das, was hier auf der rechten Seite steht, dass das die normalen Gleichungen löst, also a Stern a von a plus y1 plus Lambda a plus y2. Da wissen wir, dass a Stern a ist ja linear, das heißt, das ist dasselbe wie a Stern a a plus y1, a Stern a a plus y1 und a Stern a ist ja linear plus Lambda a Stern a a plus y2. Wir wissen, a plus y1 ist die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm, also insbesondere eine Lösung der normalen Gleichung. Das heißt, a plus y1 ist etwas, wenn wir da a Stern a drauf anwenden, dann kommt da gerade a Stern y1 bei raus. Und genauso auf der Seite hier, Lambda a Stern y2, a Stern ist linear, das heißt, das ist a Stern y1 plus Lambda y2. Das heißt also, dieser Ausdruck, der hier steht, der löst die normalen Gleichungen zu y1 plus Lambda y2. Das a plus y1 plus Lambda y2 ist aber die Lösung mit minimaler Norm oder die Projektion auf den Kern von a senkrecht davon. Also das bedeutet, was wir jetzt wissen, ist, dass das a plus y1 plus Lambda y2, das ist gleich diese eine Lösung der normalen Gleichung projiziert auf den Kern von A senkrecht. Das heißt Projektion auf Kern A senkrecht von diesem hier unterstrichenen Ausdruck A plus y1 plus Lambda A plus y2. Ja, das entsprechend. Ich schreibe Ihnen das hier noch etwas sauberer. Also dieses Kern von A senkrecht, da steht alles noch im Index der Projektion. Ja, also wir projizieren hier auf Kern von A senkrecht. Aber die beiden Dinge, die da kommen, ja, die sind ja schon ein Kern von A senkrecht. Wir haben ja gerade schon gezeigt, der Range von A plus ist gleich der Kern von A senkrecht. Das heißt, das, was hier steht, das liegt ja schon im Kern von A senkrecht. Das, was hier steht, das liegt ja schon im Kern von A senkrecht. Projektionsoperator ist linear, das heißt, auf den Dingern im Kern von A senkrecht macht der Projektionsoperator einfach gar nichts. Das ist linear, dann macht er auf der Summe gar nichts, auf dem skalaren Vielfalt gar nichts. Das heißt, das ist einfach gleich A plus Y1 plus Lambda A plus
y2. Das heißt, unsere Moore-Penrose-Inverse ist eine möglicherweise unstetige, werden wir tatsächlich sehen, aber zumindest lineare Abbildung, die uns zu jeder rechten Seite, die in diesem richtigen Raum drin liegt, eine verallgemeinerte Lösung des Gleichungssystems zuordnet, nämlich gerade diejenige Lösung, die das Gleichungssystem bestmöglich löst. Und unter all diesen Lösungen gibt es uns das Ding mit minimaler Norm. Ja, zum Abschluss dieses Videos möchte ich Ihnen gerne noch zeigen, dass auch die Moore-Penrose-Inverse, die Sie wahrscheinlich aus der Numerik kennen, dass auch die im Unendlich-Dimensionalen weiterhin gelten. Also weiterhin gilt der folgende Satz: Die Moore-Penrose-Inverse könnte man auch alternativ dadurch charakterisieren, dass sie gewisse Eigenschaften besitzt. Moore-Penrose-Inverse A plus, das Ding ist die einzige Abbildung die als Definitionsbereich Range von A plus Range von A senkrecht hat und von da aus nach x geht und das folgende erfüllt. Das nennt man dann die sogenannten Moore-Penrose-Axiome, die folgendes erfüllt. Und zwar, a plus a ist vielleicht nicht unbedingt die Identität, das hätten wir nur, wenn a plus wirklich die Linksinverse wäre zu a. Also wir können nicht einfach a plus a wegstreichen und sagen, das ist dann insgesamt die Identität. Aber sobald Sie eine Dreierkombination haben, a mal a plus a, können Sie damit so rechnen, als wäre es die richtige Inverse. Das heißt, in so einer Dreierkombination a, a plus a, können Sie das einfach wegstreichen, einmal a plus a wegstreichen und kriegen entsprechend nur a raus. Das Ganze gilt auf dem ganzen Raum groß x, also a können wir anwenden auf jedes Element x in groß x und dann entsprechend kriegen Sie ax, das können Sie einsetzen in a plus, was dann rauskommt, kommt wieder einsetzen in a und was Sie dann rausbekommen, ist dasselbe, wenn Sie einfach nur einmal a eingesetzt hätten. Das Ganze klappt auch andersrum, also Sie können auch in solchen Dreierkombinationen a plus A, A plus, auch da können Sie einmal A plus und A wegkürzen. Das gibt also gerade gleich A plus, wobei an der Stelle eben entsprechend, dass Sie die linke und rechte Seite ja nur anwenden können, wenn Sie auf die Vektoren, auf die Sie A plus anwenden können. Also das Ganze gilt nur auf den Definitionsbereich auch von A plus, nämlich dem, was gerade oben steht. Und außerdem, die anderen beiden Axiome sehen so aus, wenn Sie das jetzt nur in Zweierkombinationen machen würden. Also Sie würden nur a plus a anwenden. Dann kommt da zwar nicht die Identität raus, aber es kommt etwas raus, was auf einem gewissen Teilraum nur die Identität ist und einen anderen Teilraum einfach auf Null setzt. Es kommt nämlich gerade die orthogonale Projektion raus auf den Range von a Stern abgeschlossen. Und das war ja nichts anderes als die Projektion auf Kern von A senkrecht. Also wenn Sie im Range von A Stern Abschluss sind, wenn Sie im Kern von A senkrecht drin stecken, dann ist das A plus A für Sie einfach nur die Identität und alles, was senkrecht da drauf steht, das wird entsprechend von A plus A einfach auf Null geworfen. Und umgedreht, A mal A plus, das wäre gleich die Projektion auf den Range von A Abschluss. Und entsprechend beides gilt wieder auf den Räumen, wo es definiert ist. Also das dritte Moore-Penrose-Axiom gilt für jedes Element klein x und groß x. Das, was hier als vierte Moore-Penrose-Axiom steht, da können Sie die linke Seite nur anwenden auf Elemente von d von a plus. Das heißt also entsprechend, nur dann macht die linke Seite Sinn. Ja, beweisen wir das zum Abschluss auch noch. Wir wissen erstmal, also erstmal müssen wir nachrechnen, dass die Moore-Penrose-Inverse diese vier Axiome erfüllt und wir müssen nachrechnen, dass wenn wir irgendeine andere Abbildung haben, die das erfüllt, dass dann tatsächlich auch gilt, dass diese andere Abbildung einfach dasselbe ist wie die Moore-Penrose-Inverse. Also beweisen wir das. Wir haben zu zeigen, diese vier Axiome, ich blende sie Ihnen nochmal ein. Das, ja, es klappt.
Das heißt, wir müssten zeigen, dass diese entsprechenden Dreierkombinationen sich wegkürzen, dass diese Zweierkombinationen diese Projektion geben. Fangen wir so an, dass wir uns zuerst angucken, was macht AA plus Y. Also wir küssen A mal A plus Y. Da wissen wir, dass das A plus Y, das erfüllt die normalen Gleichungen. Also A plus Y ist die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Also A plus Y löst die normalen Gleichungen. Und wir sind gestartet in dem Video mit dieser Äquivalenzcharakterisierung, dass ein Vektor genau dann die normalen Gleichungen löst, wenn wir A darauf anwenden und wir gerade die Projektion von Y auf Range A quer rausbekommen. Das heißt also, wenn a plus y die normalen Gleichungen löst, dann bedeutet das a a plus y. Es gibt uns vielleicht nicht gleich y, aber es gibt uns die Bestapproximation an y in Range von a Abschluss. Das heißt, a plus y ist gleich die Projektion auf Range von a Abschluss von y. Das Ganze gilt für jedes y, auf das ich ja beide Seiten anwenden kann. Die rechte Seite kann ich auf alles anwenden. Die linke Seite kann ich nur anwenden auf das ich A plus anwenden kann. Also für alle y im Definitionsbereich von A plus ist, ich muss da ein bisschen die Kamera hinwegschieben, ist gerade dieses vierte Rependance-Axiom, was wir dann nachgerechnet haben. Also A plus erfüllt schon mal die Nummer 4 von unseren Axiomen. Damit folgt aber auch, dass die eine Dreierkombination so ist, dass ich da was wegkürzen kann, nämlich a plus ax. Wenn ich das ausrechne für irgendein x in Groß X, dann kann ich jetzt also a plus, a, nee, bei a plus weiß ich jetzt schon was, a plus ist gerade die Projektion auf Range von a Abschluss und ax bleibt noch übrig. Naja, alles ax liegt natürlich im Range von a drin, liegt auch im Range von a Abschluss, dann macht die Projektion einfach nichts mehr, dann ist das also gleich ax und das Ganze gilt für alle x. In Groß X ist also gerade das erste Mupendlos-Axiom. Also Nummer 1 und Nummer 4 haben wir damit bewiesen. Wie ist es mit den anderen beiden? Das machen wir so ähnlich. Erst die Zweierkombination, dann die Dreierkombination. Also überlegen uns zuerst, was ist dieses a plus a? Was macht das mit irgendeinem x? Also a plus a angewendet auf irgendein x. Das ist ja gerade das, was wir x plus genannt hatten in den letzten Sätzen. Also das heißt, wir müssten uns überlegen, was ist, wenn wir, also was ist dieses x plus? Warum hat das was zu tun mit der Projektion auf Range von a Stern senkrecht oder Kern von a senkrecht? Naja, da hatten wir ja gerade gezeigt, x plus ergibt sich gerade als Projektion auf Kern von a senkrecht von jeder anderen Lösung der normalen Gleichung. Also diese Geschichte hier gilt, x ist jetzt schon weg, das hier gilt mit für xi, also das heißt, das Ganze gilt für alle x in Groß X und xi in Groß X und für alle xi in Groß X, die die normalen Gleichungen lösen, also die a Stern a Xi gleich a Stern. Ja, was ist das y an der Stelle? Das y ist das, was ich in a plus eingesetzt habe, also ax lösen. Und dann sehen wir, Entschuldigung, das können Sie nicht mehr gut lesen, also das Ganze gilt für alle Xi, die Lösung der normalen Gleichung sind, mit rechter Seite das, was ich da ins a plus eingesetzt habe, also für alle Xi in Groß X, sodass a Stern a Xi gleich a Stern a x ist. Und dann sehen wir, Sie können das Ganze, wenn es für alle X und alle solchen Xis gilt, wir können das Ganze auch einfach für alle X nehmen und setzen und nehmen uns einfach als Xi gleich X. Also wir können es an der Stelle einfach sagen, wir wählen uns Xi gleich X. Und das heißt, diese Geschichte hier gilt, da x normalen Gleichungen zu ax löst. Dann können wir uns das Ganze mit dem Xi hier sparen. Und was daraus folgt, ist gerade, ich blende Sie nochmal kurz ein, ist gerade die dritte Mupendlos. Behauptet, das dritte behauptete Mupendlos-Axiom, also a plus a macht dasselbe wie die Projektion auf Kern von a senkrecht und Kern von a senkrecht hatten wir gezeigt, ist gerade Range von a Stern Abschluss. Ja, letztes Mupendlos-Axiom wäre, dass auch die andere Dreierkombination a plus a plus, dass ich da drin entsprechend auch einmal a und a plus
wegkürzen kann. Auch das folgt jetzt aber wieder ganz genauso. Also damit folgt jetzt auch das A plus A A plus. Wenn ich das anwende auf irgendein y, was im Definitionsbereich von A plus liegt, haben wir gerade gesehen, A plus A ist diese Projektion auf Kern von A senkrecht. A plus y, Kern von A senkrecht, war aber dasselbe Range von A Stern Abschluss und Range von A Stern und Kern von A senkrecht war aber auch dasselbe. Das hat mir gerade gezeigt bei der Penrose, bei der Herleitung der Penrose-Inverse wie der Range von A plus. Das heißt, Kern von A senkrecht war dasselbe wie Range von A plus. A plus y, also ich nehme einmal ein A plus y und projiziere es auf den Range von A plus, naja, dann kommt natürlich, passiert einfach gar nichts, dann bleibt einfach das A plus Y und das Ganze gilt für alle Ys im Definitionsbereich von A plus. Also das heißt, diese vier Eigenschaften, die werden tatsächlich erfüllt von A plus. Axiome nennen wir die deswegen, weil die auch definierende Eigenschaften sind. Das heißt, es gibt keine andere Abbildung, die diese vier Möpenos-Axiome erfüllt. Zeigen wir das auch noch. Also angenommen, wir hätten irgendeine andere Abbildung, also erfülle irgendeine andere Abbildung, muss noch nicht mal linear sein, sondern sie muss einfach nur irgendeine Abbildung sein, die als Definitionsbereich dasselbe hat wie unser A plus. Nennen wir die andere Abbildung, nennen wir die zum Beispiel A-Kringel. Die sei definiert auf ihrer Definitionsmenge A-Kringel von y nach x und die soll erfüllen, dass d von a Kringel dasselbe ist wie Range von a plus Range von a senkrecht, also gerade dasselbe wie die Möpenrose-Inverse, von der wir schon wissen, dass sie existieren. Dieses Ding erfülle die vier Möpenrose-Axiome. Ich habe sie eben noch eingeblendet und wir müssen jetzt beweisen, dass a Kringel und a plus beide genau dasselbe machen. Also müssen wir zeigen, dass a Kringel y dasselbe ist wie a plus y. Ja, wie zeigen wir das? Also wir nehmen uns ein y in diesen Definitionsbereichen gemeinsam und setzen a Kringel drauf ein und überlegen uns, warum dann a plus y bei rauskommt. Also sei y im Definitionsbereich von a plus gleich Definitionsbereich von a Kringel und dann wissen wir für x gleich a Kringel y. Wir möchten zeigen, a Kringel y ist dasselbe wie a plus y. A plus y, die Möpenrose-Inverse, hat mir diese nützliche Charakterisierung als Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm oder aber Lösung der normalen Gleichung und dann irgendeine Lösung der normalen Gleichung dann projiziert auf Kern von a senkrecht. Also gucken wir uns erstmal an, dieses x gleich a Kringel y, ist das eine Lösung der normalen Gleichung? Das ist es, denn für dieses Ding gilt, also sei dieses Ding hier raus, für x so definiert gilt, dass ax erstmal gleich ist a Kringel y und a Kringel, wenn a Kringel diese Moore-Penrose-Axiome erfüllt, dann wäre das nach dem letzten Moore-Penrose-Axiom, müsste das ja gerade die Projektion sein auf Range von a Abschluss von y. Und wenn a Kringel viertes Moore-Penrose-Axiom erfüllt, dann kann ich a Kringel entsprechend durch die Projektion von auf Range von a Abschluss ersetzen. Ja, das heißt aber, wenn ax gleich Projektion auf Range von a Abschluss y ist, das ist ja gerade das, was wir da bei den normalen Gleichungen gezeigt hatten, das ist äquivalent zu den normalen Gleichungen. Also daraus folgt dann gerade, x löst die normalen Gleichungen. Das heißt, das, was bei a Kringel y rauskommt, ist auf jeden Fall auch schon mal eine Lösung der normalen Gleichung. Es könnte nur noch sein, dass es vielleicht nicht die Lösung mit minimaler Norm ist, beziehungsweise nicht das, was sich durch Projektion auf Kern von a senkrecht ergeben hat. Also überprüfen wir das auch noch, gucken uns also an, was machen wir. Also wir wissen jetzt, wenn das x die normalen Gleichungen löst, dann gibt es schon mal einen Zusammenhang zu a plus y. A plus y ist nämlich diese Lösung, irgendeine Lösung der normalen Gleichung, zum Beispiel das x, projiziert auf Kern von a senkrecht oder Range von a Stern abgeschlossen ist das Gleiche. Das heißt also, wir haben hier die Projektion auf Kern von a
senkrecht von x und x war ja gerade a Kringel y. Und jetzt müssen wir einfach nur ausnutzen, dass es entsprechend das Horizontkern von a senkrecht ist. Das, ich sehe es nur ganz klein immer. Das wäre also gerade das dritte Moore-Penrose-Axiom. Wenn wir das ausnutzen, dann, dass das a Kringel das erfüllt, dann wäre also das, was hier vorne steht, a Kringel a, die Projektion auf Kern von a senkrecht. Und a Kringel y bleibt danach stehen und dann nehmen wir noch das letzte Moore-Penrose-Axiom, das haben Sie vor Augen, das weiter entsprechend, dass wir in diesen Dreierkombinationen zwei davon wegkürzen können, dass das einfach ist, a Kringel y. Und das bedeutet, a Kringel macht tatsächlich genau dasselbe wie a plus, insbesondere ist es auch linear, insbesondere bildet es auch jedes y auf die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm ab. Das heißt also tatsächlich, diese Moore-Penrose-Axiome legen die Inverse auch eindeutig fest. Also wir haben damit zwei Möglichkeiten, wie wir sagen können, was eine gute verallgemeinerte Inverse ist. Und bei beiden kommt das Gleiche raus. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, es ist ein bisschen anwendungsorientiert. Wir möchten gerne das System gleichen, also diese lineare Gleichung, die möchten wir bestmöglich lösen, also lösen wir eine normale Gleichung. Und dann nehmen wir uns unter allen bestmöglichen Lösungen die mit minimaler Norm. Das wäre eine kanonische Möglichkeit für eine verallgemeinerte Inverse. Die andere kanonische Möglichkeit wäre etwas mathematischer motiviert, dass wir möchten, dass in solchen Dreierkombinationen sich A und die verallgemeinerte Inverse wegkürzen und dass in Zweierkombinationen zumindest auf dem Unterraum nichts passiert und dann orthogonal dazu alles auf Null geworfen wird und beide Möglichkeiten führen tatsächlich auf dieselbe verallgemeinerte Inverse. Abschließende Bemerkung noch dazu. Wir haben in dem vorletzten Satz war das, da haben wir on the fly was ausgenutzt, was auch sonst ganz praktisch ist, da hatten wir so einen Ausdruck a Stern a von irgendwas gleich 0 und dann haben wir dieses irgendwas noch auf die andere Seite, mit, also noch im Skalarprodukt mit dazu geschrieben, einmal a Stern rübergezogen und dann konnten wir daraus folgern, dass wenn a Stern a irgendwas gleich 0 ist, dass dann sogar schon a irgendwas gleich 0 ist. Tatsächlich gilt das auch allgemein. Wir können nämlich einfach zeigen, dass Teil a der Kern von A Stern A, der ist nichts anderes als der Kern von A mit genau dem Argument, was wir im vorletzten Beweis hatten, dass nämlich der Kern von A Stern A sind alle x, für die A Stern AX gleich 0 ist. Und das ist aber ja gerade das gleiche wie alle x, für die gilt, dass A Stern A x, x, dass das hier gleich 0 ist. Also offensichtlich, wenn ich in der oberen Menge drin bin, dann bin ich auch in der unteren Menge drin. Also in der Richtung gilt das Ganze offensichtlich. Und hier kann ich das a Stern auch einmal rüberziehen. Dann habe ich hier also ax, ax gleich 0. Und das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Norm von ax zum Quadrat gleich 0 ist. Also dass ax gleich 0 ist, also dass ich im Kern von a bin und alles, was im Kern von a drin liegt, ist ja offensichtlich, also alles, was durch a auf 0 geworfen wird, ist, wenn Sie nochmal a Stern drauf anwenden, wird auch auf 0 geworfen. Das heißt, in die Richtung hier gilt auch offensichtlich, dass Kern von a gleich Kern von a Stern a ist, also muss insgesamt Gleichheit gelten. Das heißt also, insgesamt haben wir, dass Kern von a dasselbe ist wie der Kern von A Stern A durch dieses Argument. Das werden wir noch ein, zweimal brauchen im Laufe der Vorlesung und dann müssen wir es nicht jedes Mal neu beweisen. Was damit aber insbesondere auch folgt, ist, dass wenn wir ein injektives A haben, aber angenommen A ist injektiv, dann bedeutet das auch A Stern A ist injektiv. Das bedeutet aber, dass unsere normalen Gleichungen eine eindeutige Lösung besitzen. Also ist A injektiv, dann auch A Stern A. Das heißt also, A Stern A besitzt dann eine Linksinverse, dann auch A Stern A. Es existiert also eine Linksinverse. Nennen wir die der Einfachheit halber A Stern A hoch minus 1 und merken uns für diesen kurzen Abschnitt der Bemerkung, dass A Stern A hoch minus 1 nur die Linksinverse ist, also mit A Stern A von rechts multipliziert kürze ich es weg, von links multipliziert kürze ich es nicht weg. Und damit gilt aber dann gerade, dass die Moore-Penrose-Inverse A plus Y, die ist ja die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Jetzt ist das A Stern A, ist aber injektiv, das heißt, es gibt überhaupt nur eine Lösung der normalen Gleichung. Das heißt, wir haben hier das A Stern y, da wissen wir, also wenn y im Definitionsbereich
von a plus liegt, dann wissen wir, es gibt eine Lösung der normalen Gleichung. Also es gibt ein x mit a Stern a, x gleich a Stern y, a Stern a ist auch noch injektiv. Das heißt aber, das bedeutet aber, es gibt überhaupt nur ein x. Das heißt also, dieses a Stern a, diese Linksinverse a Stern a hoch minus 1 angewendet auf a Stern y, das gibt gerade die eine Lösung der normalen Gleichung, die es gibt. Und das ist dann natürlich, wenn es nur eine gibt, dann ist die eine auch die von minimaler Norm. Das ist dann also auch gleich das a plus y. Das heißt, wenn das a injektiv ist, dann haben wir tatsächlich diese explizite Darstellung für die Morpenhaus-Inverse. Ansonsten müsste man sich überlegen, wie man die wirklich praktisch ausrechnet. Hat was zu tun, können Sie aus der Numerik mit der Singulärwertzerlegung. So etwas Ähnliches werden wir hier jetzt auch noch, werden wir im Folgenden auch noch haben. Da werden wir entsprechend eine unendliche Singulärwertzerlegung herleiten. Ja, und das Letzte, das hatte ich auch schon kurz erwähnt gehabt, Teil C von der Bemerkung, schreiben wir das auch noch auf. Also wenn Sie einen Vektorraum haben, der endlich dimensional ist, dann ist der immer vollständig. Also endlich dimensionale Vektorräume sind, wenn wir Vektorraum sagen, wenn wir immer Vektorraum über R, sind immer vollständig und alle Normen sind äquivalent, also auch bezüglich jeder Norm, immer vollständig. Und das bedeutet aber, wenn Sie einen Operator A haben zwischen zwei Räumen X und Y, Hilberträumen, und dieser Operator erfüllt, dass die Dimension von dem Range von A, dass das kleiner ist als unendlich. Das heißt, angenommen, Sie haben einen Operator, der hat nur endlich dimensionales Bild. Der könnte ja von diesen unendlich vielen Dimensionen in X einfach fast alle auf Null werfen, behält nur irgendwie endlich viele und dann hat er entsprechend nur endlich dimensionales Bild. Naja, und dann gilt aber immer, dass Range von A schon abgeschlossen ist, also Range von A schon gleich Range von A Abschluss ist, und damit folgt aber dann auch, dass der Definitionsbereich von A plus gleich ganz Y ist. Deswegen hat uns im endlichdimensionalen, wenn wir das da machen mit den gaußschen normalen Gleichungen, dann besitzen die immer eine Lösung. Im unendlichdimensionalen gilt das nur dann, wenn Range von A gleich Range von A Abschluss ist, aber der Unterschied kann im endlichdimensionalen nicht auftreten, wohl aber im unendlichdimensionalen, wie gesagt, ich vertröste Sie da auf die Übung, da werden Sie ein Beispiel herleiten. Ich glaube, das ist noch nicht auf dem aktuellen Blatt, sondern erst auf dem Blatt, was dann in 2 Wochen rauskommt, einer Woche rauskommt, glaube ich, ja, ich weiß es nicht, ich bin gerade durcheinander mit dem Datum, weil ich das Video eine Woche vordrehe, aber auf einem der nächsten Übungsblätter werden wir Sie entsprechend nachrechnen lassen. Und zuerst werden wir Sie auf einem Übungsblatt den Raum klein L2 herleiten lassen, den Raum der unendlich langen Folgen oder unendlich langen Vektoren, und dann werden wir Ihnen auf diesem Raum, das ist ein schöner Raum für Beispiele, werden wir Ihnen ein Beispiel konstruieren, oder Sie ein Beispiel konstruieren lassen, wo gerade dieser Unterschied gilt, dass Sie einen Operator haben, dessen Bild nicht abgeschlossen ist. Also noch als Mahnung für den Range A gleich unendlich gilt dies im Allgemeinen nicht. Da haben wir es tatsächlich so, dass eben leider nicht dieser Morpenhaus-Operator, das Morpenhaus-Inverse, überall definiert ist, sondern nur für manche Ys. Das heißt, das Problem, dass nicht immer eine Lösung existiert, das haben wir damit eigentlich noch nicht ganz lösen können. Denn wenn die Lösung jetzt aufgrund von Messfehlern nicht existiert, dann habe ich Ihnen gesagt, wäre es Quatsch zu sagen, es gibt keine exakte Lösung, dann lösen wir es doch bestmöglich. Aber im Unendlichdimensionalen bleibt tatsächlich das Problem, selbst die bestmögliche Lösung, die existiert auch nicht immer. Also an der Stelle sind wir, im Endlichdimensionalen wären wir damit durch, im Unendlichdimensionalen sind wir damit ein Stück weiter, weil wir jetzt auch mit solchen Messfehlern umgehen können, die im Range von A senkrecht liegen, die projizieren wir einfach weg, aber um die Messfehler, die uns von Range von A auf Range von A Abschluss bringen, und das kann natürlich beliebig wenig sein, was wir dafür brauchen, mit denen kommen wir an der Stelle immer noch nicht klar mit der Morpenhaus-Inverse. Also mit der Morpenhaus-Inverse kommen wir, da kriegen wir das Problem der Nicht-Existenz immer noch nicht gelöst, der Nicht-Eindeutigkeit würden wir damit gelöst kriegen, indem wir das mit minimaler Norm nehmen, aber wir haben weiterhin das Problem, was machen wir mit der Nicht-Existenz, was machen wir mit den Dingen in Range von A Abschluss, die aber nicht im Range von A liegen. Und wir haben das Problem, das ist hier noch nicht mit drin, aber wir werden sehen, dass das tatsächlich die Regel ist, eher als die Ausnahme. Was machen wir, wenn diese Morpenhaus-Inverse unstetig ist? Dann würden wir die Morpenhaus-Inverse anwenden auf eine etwas gestörte rechte Seite, und unstetig bedeutet, dass dieser kleine Fehler an der rechten Seite uns beliebig verstärkt werden würde. Also das haben wir in der Vorlesung noch vor uns, und damit werden wir uns den Rest der Vorlesung beschäftigen. Wie kriegen wir diese fehlende Stetigkeit in den Griff, und damit gleichzeitig auch, wie kriegen wir diesen Unterschied zwischen Range von A und Range von A Abschluss in den Griff. Vielen Dank.